Knoten. Mich hat mal ein Pferd getreten. Hallo, da sind wir. Donnerstag, 17 Uhr, 5 Uhr. Creepjack-Zeit. Alt, eingesessen, bekannt, beliebt, gefeiert, berühmt. So ist es. So muss es sein, so gehört sich das. Hallo, Jannis. Hallo, Florentin. Ich begrüße dich zu unserer Show. Ja, ich bin doch auch froh, dabei sein zu dürfen. Hallo, Jannis. Wir haben heute natürlich, wie ihr es kennt und wie ihr es gewohnt seid, eine komplett prall gefüllte Folge, die fast platzt. Die Nähte halten sie gerade noch so zusammen. Ja. Denn nicht nur haben wir heute ein Ligaspiel. Nein. Für letzte Woche. Nein. Wir haben zwei. Jawohl. Dann ist das ja schon mal doppelt so gut wie letzte Woche. Ja, es wird großartig, denn nicht nur muss ich mich hier auf die Probe stellen lassen und du, sondern auch Slash darf endlich mal wieder zeigen, was er kann. Und so sympathisch es natürlich ist, dass er immer aus der letzten Reihe irgendwie seine Meinung da reindrückt, so ist es natürlich auch manchmal interessant, ihn dann selber Hand anlegen zu sehen. Du möchtest also sehen, wie Slash Hand anlegt. Möchte ich. Auf jeden Fall. Und heute ist er dran. Es wird sogar recht spannend, denn er spielt gegen Random heute in der Liga. Denn er ist ja auch in Liga 3 angekommen. Wir sind mittlerweile beide in Liga 3 angekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch auftaucht hier, aber dann können wir ihn ja mal fragen, wie es bis jetzt bei ihm läuft so in der Liga. Bin da. Ach, guck an. So, da ist er doch. Da haben wir ihn. Moment, ich habe dich noch nicht auf dem Video, aber das kommt sofort. Der Slasher. Es ist schön, dass wir wieder zu dritt hier sind, finde ich. Das finde ich auch. Ja, du hast gefragt, wie es bei mir läuft. Das wird das erste Game sein, mein erstes Ligaspiel heute. Also bis jetzt noch gar nichts gespielt. Okay, hier sehen wir dich in deiner Liga. Score noch 0. Ihr habt es ja wahrscheinlich letzte Woche mitverfolgt, dass es bei mir nicht so gut lief und in meiner Liga 3B ich damit in der unteren Hälfte bin. Allerdings bis jetzt nur 2 Nulls in meiner Liga. Also Slash, du hast es schon angekündigt, das könnte hier und da ein bisschen einseitig werden. Vielleicht auch heute. Wir werden sehen, ich spiele nämlich gegen den zweitplatzierten TB Jack. Das müsst ihr, damit müsst ihr euch rumschlagen. Ihr seid die Caster, ihr müsst ihn aussprechen. Ich muss nur gegen ihn spielen. TB Jack ist unter anderem mehrfacher Bronze-Cup-Gewinner. Cool. Nice. Das ist doch gut. Er ist Ork. Ja. Huiuiui, Leute, das kann ja was werden. Florentin, ich möchte dir noch was sagen. Ich habe natürlich, wie das alle braven Creepjack-Zuschauer und Fans machen sollten, habe ich ja Tabor geguckt am Freitag. Ah ja. Mhm, das super. Fand ich ja also wie immer ganz toll. Das freut mich. Wirklich viel Spaß gehabt. Allerdings habe ich das geguckt. Ich habe in meinem Bett gelegen, Chips da gegessen, Chips überall verteilt. Und dann kam diese Stelle, wo dieses Vieh aus dem Brunnen geholt wurde. Ja. Dieser Kopf. Mit, der so wiederbelebt wurde. Ja, das war geil. Aber wie zur Hölle bist du auf dieses Geschöpf gekommen? Das war ja so, das war einfach crazy. Ich saß da in Anmut deines kreativen Schaffens. Ja, ich habe mir einfach überlegt, was, wenn ich ein Nekromant wäre und so ein Leichenkonstrukt bauen würde, um etwas zu suchen. Ja. Wie würde das aussehen? Dachte ich mir, erstmal braucht es große Augen, es muss ja gut sehen können, wenn es was sucht. Und es muss sich auch durch Wasser bewegen können, weil ich suche ja eine Perle, die ist vielleicht im Meer. Und dann habe ich eben an so eine Art, Oktopus gedacht. So vier Arme, die eben mit ihren Hautlappen dazwischen wie so ein Oktopus sich bewegen können. Aber da er Arme hat, kann er auch noch an Land laufen. Ich habe so ein bisschen gedacht, so ein amphibisches Suchwesen. Und dann bin ich auf diese Kreatur gekommen. Das fand ich so toll. Das musste ich dir nochmal sagen. Ah, das freut mich. Das ist doch schön. Auch super gut. Ich hab's angefangen als VOD und dann hatte ich einen Arzttermin und hab's mir dann als Podcast noch runtergeladen und hab's im Wartezimmer weitergehört, weil ich nicht aufhören konnte. War auf jeden Fall geil. Aber ich habe noch zwei Fragen dazu übrigens an dich. Gerne. Frage Nummer eins. Ihr wisst nicht, was Anthropomorph ist, oder? Anthropomorph ist ein vermenschlichtes Tier. Mickey Mouse ist anthropomorph. Und du redest immer die ganze Zeit davon, dass sie in einer anthropomorphen Welt sind, als Uke da in diese andere Welt gegangen sind. Das war etwas komisch. Alles klar, okay. Dann brauchen wir da ein anderes Fremdwort für ein abstraktes Konzept, das in eine menschliche Form gegossen wird. Aber anthropomorph, du hast recht, da geht es dann eher um Lebewesen. Stimmt. Das rafft doch die Rocket Beans. Und das andere, ich habe. Jetzt geht's Shots fired hier. Und das andere, der Erzmagier, ne? Ja. Wie heißt er? Antobi Daspin, ja. Ja, spielt er zufällig in einer Metalband? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, was der jetzt so macht, wenn die Akademie zerstört ist. Okay, gut, alles klar.
Aber das freut mich. Das ist doch schön, dass ihr das genossen habt. Das ist doch schön. Wir haben mittlerweile auch ein Was-wäre-wenn gemacht auf Rocket Beans hochgeladen. Und ich habe mich mit Uke noch ein bisschen zum Thema Rollenspiel unterhalten. Das gibt's bei mir auf dem VOD-Kanal Florentin Streams. Falls ihr da mehr sehen möchtet, könnt ihr das tun. Aber ansonsten freue ich mich. Gibt's auch als Podcast. Habe ich heute Morgen noch als Podcast gehört, weil ich mit dem Hund raus bin. Ja, cool. Das Was-wäre-wenn ist auch da. Ja. Cool. Ja. Da muss ich noch nachholen. Cool. So, jetzt haben wir Florentin genug gelobt. Ja, jetzt kommt es wieder in die Kritik, denn es wird, glaube ich, sehr, sehr hart heute. Und falls ihr euch gerade auch in der Liga befindet oder außerhalb und euch denkt, Mensch, dieses Warcraft 3, das ist so schwer. Da muss man immer klicken und die Tasten drücken und dann hier genau wissen, welche Strategie. Das ist so schwierig. Geht's nicht einfach einfacher, dass ich einfach nur zuschaue und hier und da einfach mal eine Meinung raushaue und sage, ja, das macht ihr aber richtig gut, das macht ihr richtig falsch. Falls ihr dieses Spiel lieber so konsumieren möchtet, dann ist vielleicht das Manager-Game was für euch. Denn das gibt's auch. Wenn ihr sagt, ich bin zu faul oder zu schlecht, um zu spielen, dann könnt ihr euch im Manager-Game ein Team zusammenstellen aus 6 Spielern aus der Creep Camp Liga und damit Punkte sammeln. Wir sehen hier, der Gewinner aus der letzten Season ist Pleshwound, der sich hier durchgesetzt hat mit seinem perfekten Team. Hier könnt ihr es nochmal durchsehen, wo übrigens mein Gegner drin ist. Im Gewinnerteam, was natürlich sehr motivierend ist auf jeden Fall. Aber falls ihr eines Tages auch an dieser ersten Stelle stehen möchtet, könnt ihr dann teilnehmen. Denn ab jetzt geht es mit der 14. Season weiter. Falls ihr also die Creep Camp Liga gut kennt und genau wisst, wer da was taugt und wer nicht, dann seid ihr dabei. Denn die geht ja bis Liga 3. Das heißt, ich glaube, das erste Mal bin ich auch zur Auswahl als Spieler. Slash war schon letztes Mal dabei. Ich bin auch mit dabei. Und ich weiß nicht, ob ich euch mich empfehlen kann, aber werdet ihr heute vielleicht sehen, ob das was bringt oder nicht. Du bist bestimmt günstig. Ja, das auf jeden Fall. Damit kann ich auf jeden Fall punkten, ja. Aber Florentin, wo kann man denn dieses Managerspiel finden? Das kann man finden auf creepcamp.de. Ah! Da findet man viele tolle Dinge, da findet man die ganzen Ligen, kann man sich sehen, da kann man alles sich anschauen und hier eben auch Manager-Game sehen. Und ich würde nochmal darauf hingewiesen, dass es tatsächlich einige Nachrücker braucht. Also falls ihr auch Bock habt mitzuspielen, dann könnt ihr das gerne tun, meldet euch gerne an für die nächste Season, dann könnt ihr mit dabei sein, denn ihr seht, es gibt hier Liga bis runter in die Peon-Pit oder Peasant-Pit. Also auch falls ihr sagt, ich bin vielleicht noch nicht der erfahrenste Spieler, könnt ihr euch da gerne mit reinschreiben und dann langsam aber sicher durch die Ligen nach oben kämpfen in Liga 1. Da gibt es viel zu tun, ne? Das ist schön. Richtig. Wer also ein Hobby braucht, weil hier das ganze Corona-Ding dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen. Sucht euch ein Hobby, macht es Warcraft 3, fangt an zu spielen, fangt an langsam aber sicher gut zu werden. Dann habt ihr schon mal mir ein bisschen was voraus. Ach na ja, Janis, ach bitte. Ja. Meinst du eher nicht, dass du jetzt mit dem wunderschönen neuen Team Liquid Pulli irgendwie bessere Chancen hast? Ist der nicht super? Hat der Todd sieht echt geil aus. Hat Todd mir geschickt, weil ihm ist der zu klein. Dann hat er gedacht, hier, Janis, das M, willst du es haben? Und das kam heute an, für mich perfekt. Muss ich sagen, und der sieht echt gut aus. Auch richtig gut. Ich glaube, Todd hat den einparfümiert, für mich extra. Liquid Represent. Todd macht nur Sachen richtig, habe ich gehört, ne? Ist korrekt. Mir gegenüber, ja. Klar. Achso, nur dir gegenüber, weil ich habe so einen Screenshot, ne, wo er sagt, it's annoying that you think you win because you're better, you just picked Night Elf. Ich sag nur so, ne? Slash, nicht schon wieder! Ja, das war's. Also, ja, okay. Slash, dafür hast du jetzt gleich genug Zeit, denn ich spiele gleich gegen Ork. Da kannst du ja dann mit deinem Leid klagen, wie es da weitergeht. Da muss Janis dich wieder an der Leine halten. Jetzt fängt er an, Sachen runterzuladen. Jetzt gerade, ey, wo ich gerade schon im Spiel war. Jetzt fängt er an, Sachen runterzuladen. Wer fängt denn Sachen an, runterzuladen? Wieso? Also, wir können langsam in mein Spiel starten, falls ihr Lust habt. Ich versuche, wie ist denn das Game? Ja, so wie immer, aber ich komme gerade nicht rein. Jetzt fängt er jetzt an, Sachen runterzuladen. Mensch, das ärgert mich. Ich war gerade voller Energie und voller Elan, hier in mein Ligaspiel zu tauchen. Und jetzt musst du hier noch 4 Assets runterladen. Welche 6 Assets fehlen noch gerade bei mir? Also, so wie immer ist nicht offen. Nee, so wie immer ist nicht offen. Ah, weil ich nicht reinkomme. Ich hetze uns doch nicht, dass wir irgendwo hinkommen sollen, wenn du noch nicht mal da bist. Wir können schon mal reinkommen. Ja, können wir hier jetzt mal starten. Ja. Der lädt doch immer Assets runter, Florentin. Hast du das nicht richtig vorbereitet? Oder? Immer diese fucking Assets, Mann. Wie viele Assets sind genug? Wann reicht 40. es endlich mal an Assets? 40. Du brauchst genau 40 Assets. That's it. Kann man natürlich schon mal vorbereiten, wenn man ein professioneller Streamer ist. Nein, ich bin nicht verbunden. Nein, Leute, aber das ist echt nicht fair. Ich war gerade drin und hab's gecheckt. Und jetzt, nein, das geht echt nicht. Nee. Ich lehne das ab.
Ich lehne diese technischen Schwierigkeiten ab. Es erinnert mich gerade stark an Icy. Ich hab doch gedrückt, wenn der Held down geht. Ey, das ist echt lame. Florentin, jetzt wo du in so einer guten Laune bist, ich hab noch eine Frage an dich vielleicht. Darf ich dich doch stellen? Ja, klar. Hast du eigentlich nur einen Pullover oder trägst den die ganze Zeit? Oder hast du davon richtig viele? Ich bin kein Fan von Jacken. Ich mag keine Jacken. Die lässt man hier liegen und muss man immer gucken, hat man den unterm Arm, dann ist es zu warm, zu kalt, lässt irgendwie, ist es immer so ärgerlich, nervig, da irgendwie so eine Jacke dabei zu haben. Mhm. Und um keine Jacke zu tragen, trage ich den wärmsten Pulli, den ich habe. Mhm. Und das ist nun mal der wärmste Pulli, den ich habe. Und der ist nun mal auf Nummer 1. Und solange es draußen vergleichsweise kalt ist, trage ich den wärmsten Pulli, den ich habe. Und das ist nun mal der hier. Der ist innen so richtig schön flausch. Ja, der ist wirklich gut. Deswegen hält er mich warm. Also, du trägst auch draußen keine Jacken? Nee. Was denn, wenn es regnet? Nee, tatsächlich, dieses Jahr ist für mich das Jahr, in dem die Jacke stirbt. Weil wir alle leben in einer Klimawandelwelt. Alles wird immer wärmer, der Winter wird nicht mehr Winter sein. Und ich glaube, die Jacke ist einfach ein Auslaufmodell. In ein paar Jahren wird man sich fragen, was, eine Jacke, wovon redet ihr? Was ist das in dem Film? Was passieren da für merkwürdige Kleidungsstücke? Deswegen habe ich in diesem Jahr gesagt, das ist das letzte Jahr mit Jacke, beziehungsweise das erste Jahr ohne Jacke. Trag dieses Jahr kein. Ich habe bis dieses Jahr noch kein einziges Mal Jacke getragen. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Mach ich nicht mehr. Mach ich nicht mehr mit. Du bist einfach ein Überlebenskünstler, Florentin. Da kann man sich nochmal eine Scheibe dran abschneiden. Hier wird im Chat gefragt, wann kriegt Slash endlich seinen Crew-Love-Hoodie? Weil ich habe einen, du hast einen. Jetzt wurde der ja so angepriesen. Ich hab das angeklingelt, aber die müssen tatsächlich, die werden in fernöstlichen Klöstern gestrickt von den besten Handwerkern der Welt. Ja. Deswegen dauert es immer eine ganze Weile, bis die erstmal hingeschickt werden. Dann muss da irgendwie Trant mit einem Esel so einen Berg hoch wandern, um dann irgendwie erstmal die Götter anzubeten, damit man da überhaupt die Erlaubnis bekommt, in den Tempel überhaupt eintreten zu dürfen. Mhm. Deswegen dauert das alles eine ganze Weile. Was aber schneller gehen könnte, ist, dass ihr ins Spiel kommt. Ach, ist das jetzt offen? Ist offen. Hast du die Assets alle runtergeladen? Alle Assets da. Wir spielen Autumn Leaves. Wer hat Bock auf Autumn Leaves? Autumn Leaves. Slash, hast du noch irgendeinen Tipp für mich oder wollen wir das jetzt einfach schnell über die Bühne bringen, hier die Nummer? Ich glaube, sämtliche Tipps sind bei dem MMR-Unterschied nicht. Überlebe, solange du kannst. Alles klar. Okay. Danke. Dann können wir auch anfangen. Okay. Florentin, ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Ja, danke schön, das ist nett. Das ist nett von dir. So bin ich. Als wäre ich jemals nicht nett. Ich weiß gar nicht, was der mir da unterstellt. Okay, cool. Ja, nicht nett warst du auf jeden Fall am Wochenende bei der Auslosung, ne? Da habe ich doch noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen, Kollege. Ja, mit der Runde 1 direkt meine beiden Jungs gegeneinander. Was ist denn da los? Ja, tut mir leid, ich habe doch auch im VOD gesagt, im Livestream gesagt, dass ich mir das nicht so gewünscht habe. Ja, das stimmt. Allerdings muss ich auch sagen, also so sehr ich ja dagegen war, aber Bock darauf, das Ding zu casten, habe ich schon, weil gerade die zwei sind ja sehr innovativ und ich glaube, das wird echt gut. Das wird auf jeden Fall am Wochenende gut. Die W3 Champions Finals stehen an ab Samstag 15 Uhr, natürlich auf meinem Channel, auf Slashes Channel auf Deutsch. Und ja, mal gucken, wie gut das jetzt hier mit dem Florentin wird. Also, der Tebejak, das ist schon eine Bombe. Der ist schon schlecht, ne? Ja, also das wird definitiv schwierig. Vielleicht kann ich mir ja noch was abgucken, wie er gegen Elf spielt hier. Vielleicht sogar das, ne? Könnte man ja auch mal so rum überlegen. Kannst du das mal sehen. Genau so ist es. Und so, ich habe hier jetzt alles mehr oder weniger rumgestellt, glaube ich. Nein, habe ich. Doch, gleich. Schauen wir mal. Einfach mal rein ins Game. Und da sind wir. Florentin gegen Tebejak, Liga 3, den Auftakt. Da hat Florentin gut gespielt, aber am Ende die Punkte nicht eingefahren. Das hat sich dann ein bisschen selbst doll geärgert, wie das immer so ist, nicht wahr? Mal gucken, wie es heute läuft. Also, wir haben keine Erwartung. Soweit können wir schon mal sagen. Das ist richtig. Also, Florentin kann nur gewinnen. Tebejak als Vertreter der Spartaner in der Liga mit dabei hier. Farseer First übrigens, kein Blade Master. Ich hätte jetzt vielleicht sogar Blade Master von ihm erwartet. Aber er entscheidet sich für Farseer und Grunts, also Resermant quasi hier. Hohoho, das habe ich heute schon von Fly gesehen. Das habe ich gestern von Resermant gesehen. Ich bin fasziniert. Das ist vielleicht das ein neuer Trend. Slash. Ich muss sagen, ich habe das in der Ladder auch zweimal ausprobiert. Einfach Farseer Grunts und nur Druck wie ein Bekloppter. Und dann Double Beast Carry mit Raider Kodo und so. Es klappt überraschend gut, muss ich sagen.
Vielleicht ist das wirklich so, weil sich alle auf dieses Fass hier Headhunter-Meter jetzt begeben haben, dass du dann damit vielleicht mal was neue Impulse setzt. Mal gucken. Okay, bisher bei Florentin der Standard-Keeper, paar Archer. Bin gespannt, wie er dem Druck sich entgegenstellt. Nicht den Crit denied. Das ist schon mal ein starker Start. Eine Fehler am Start schon mal. Er macht das, was er soll, ist schon stark für Florentin, das stimmt allerdings. So, von oben kommt jetzt der Farsier mit zwei Wölfen. Ja, splittet die Wölfe auch schon ganz gut hier. Also hält so ein bisschen Abstand, muss er mal aufpassen, dass natürlich nicht mit einem Detonator direkt beide erwischt werden. Ja, und jetzt kommt das erste Harassment, was hier in den Start gebracht wird. Und übrigens noch kein Tech auf Seiten von TB Jack, trotz dessen, dass er genug Holz und Gold hat. Jetzt der Tech, also 2 Borrow Tech mit Grunts versucht er jetzt hier. Und harassed vorne ordentlich. Alrighty, und wir wissen ja, Florentin, er hasst Early Harass. Ist unglaublich. Es ist einfach sein Kryptonit. Verschanzt sich jetzt neben seinem Tree. Der hilft nochmal ein bisschen mit. Ich glaube, da hat er aber vielleicht schon mit gerechnet. So, jetzt müssen wir alle die Daumen drücken und wie die Bewohner von Dragon Ball Land die Arme gegen Himmel recken, dass Florentin hier das Early Game überlebt. Also ich glaube, das Ding ist jetzt schon fast durch. Also er hat jetzt 4 Wishes verloren. Beide Moonmates sind leer. Der Keeper ist auf Half Hit Points. Archer sind alle weg. Da kommt jetzt der vierte Grunt nach und das wird schwierig jetzt gerade. Er macht zwar hinten ganz gut jetzt, die Wisps auszutauschen, aber TB Jack macht das auch fantastisch, indem er hier immer wieder sich das Ganze splittet und 2 Wisps auf einmal angreift und die Wisps hier aus der Mine zwar rausholt, Florentin, aber er hat fast alle verloren Keeper, jetzt. Alle Wisps müssen fallen, bis auf einer. Keeper, was redest du mit deinen Wisps hier? Der Held ist weg. Wisp auch down. Okay, das war's. Ja. Ja. War spannend. Der ist halt ein guter Typ, ne? Ja, also, ja. Ja. Komm, was ist komm, denn jetzt? Komm, ist gut jetzt. Was denn? Komm. Was denn? Komm jetzt. Wir haben noch gar nichts gesagt. So, die recht so. Still. Ja. Und sonst so? Alles klar, los geht's. Hast du Spaß? Da ist er hochkonzentriert. Ja, aber sind wir ehrlich, also bei mir hätte es nicht anders ausgesehen. Nö, bei mir also, auch nicht. Das sind fast 1900 MMR bei TB Jack, also das ist eben Liga 1 Potenzial, also von daher, ja. Ja, der TB Jack hat sich wahrscheinlich ein bisschen später angemeldet und dementsprechend noch ein paar Ligen aufzuholen. Würde mich nicht wundern, wenn der hier diese Liga gewinnt, aber so ist halt auch mal Liga 3, ne? Das ist der Unterschied zu Liga 4. Ja, wobei TB Jack natürlich klar zu gut ist für Liga 3. Also der wird da auf jeden Fall unter den... Ja, wobei Florentin hat noch einen auf dem Kaliber, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die zwei werden es da locker unter sich ausmachen und ansonsten werden die beide keine Map abgeben in der Liga, denke ich. Ist Anxiety nicht bei ihm oder so? Ja, ich glaube, ja. Bei mir ist ja noch Tedster, der ist ja auch auf selben Niveau. Ja, also das ist halt geregelt, ne? Das ist durch. Die müssen natürlich, wenn die sich neu anmelden, müssen die sich auch erstmal hochspielen. Korrekt. Das ist halt das Ding. Die fangen dann unten an und jeder, der dann auf dem Weg da ihnen entgegenkommt, der wird einfach überrannt, wie wir gerade ja schon gesehen haben hier. Das Rasenball-Leipzig-Prinzip quasi. Ja, wobei, die haben es nicht durch Skill, sondern durch Geld geschafft. Ja gut, aber das Geld hat ja Skill gekauft. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Wenn ich mir in Warcraft auch Skill kaufen könnte, da wüsste ich, wo die Knubbelquakes-Donations hingehen würden. Frag mal Global Clan, die können das. Jo. Junge, Junge, euer Clan wurde am Wochenende gegen Kuau, ne? Da habe ich aber 7 graue Sackhaare bekommen. Ja, also wenn der Head Orger, ja, der Head Orger des gegnerischen Teams noch nicht mal den Map-Pool kennt und nicht weiß, wie man wehtut, dann kannst du dir vorstellen, wie meine Orga mit ihm abgelaufen ist. Es war fantastisch. Ja, ich hatte viel Spaß. Übrigens heute 21 Uhr das Nachholturn-Tour streame ich bei mir auf dem Kanal. Nice. Mit Razorman und Danger gegen Kraft und Starbuck. Kraft und Starbuck. Gehen wir mal hier. Ja, genau, wir haben auch ein Game hier. Florentin genau. Gegen die Verzweiflung. Florentin gegen die Verzweiflung, richtig. Mit dem AOW-Creep hier am Start, am Orange-Spot. Hat sich da schon in die Hütte reingefressen, aber der AOW kriegt richtig viel Damage gerade. Oh, das sieht schon so aus, als ob er hier den AOW beim Creepen verliert. Er läuft jetzt nochmal hoch, aber knappe Kiste. Erster Creep ist down. Messerscharf kalkuliert hat der Florentin das.
Das schafft er. So, jetzt darf er natürlich nichts hinein, aber sieht auch nicht so aus. So, geht down. Greater Mana Pot. Also, viele Brokkolis hier. Somit könnte er vielleicht dieses Harassment dieses Mal etwas besser abwehren, einfach weil er mehr Units hier parat hat. Level 2 hat er jetzt auch, also Entangle ist auch ready. Dementsprechend, ja, TB Jack, man sieht aber, dass du auf diesem Skillniveau eben nicht nur mehr Micro und so hast, sondern du kannst dieses Spiel auch viel besser lesen. Er rennt ohne Grunt rüber, weil er weiß, dass auf der Map der Keeper direkt Level 2 ist und damit ein Harassment mit Grunt überhaupt nichts bringt, weil der einfach entangelt wird und sofort gefokust wird. Lässt den Grunt dementsprechend auf der Map zu Hause creepen mit den Wölfen und harass nur mit dem Fars hier. Alles richtig gemacht. Man stelle sich vor, er wäre mit dem Blade Master hier reingerannt. Huiuiuiuiui. Das wäre ein absolutes Desaster geworden. Aber so geht's noch. Florentin lebt noch. TB Jack natürlich macht ja einiges richtig. Schickt jetzt die Grunts raus. Wird sich da die grünen Spots schnappen wahrscheinlich. Oder er respektiert Florentin einfach gar nicht. Und schickt den Grunt jetzt doch noch mit an die Front. Ich glaube, er schickt den Grunt zum Farseer, aber eher zum Creepen anstatt jetzt zum Harassment. Denke ich, tackt jetzt eher, tackt jetzt auf die zweite gute Florentin, läuft mit dem Keeper nochmal runter. Ja, und TB Jack versucht jetzt Florentin hier die Spots abzugreifen. Da ist der Keeper in der Nähe und jetzt muss Florentin natürlich gucken, ob er da vielleicht mal ein bisschen entangelt. Ich verstehe auch nicht, warum er jetzt nicht hier die ganze Zeit Treants raushaut wie ein Bekloppter. Er hat eine Greater Mana Potion. Und könnte eigentlich damit ganz gut fahren. Er geht jetzt auf Huntress, Florentin, switcht auf Hunts gegen die Grunts. Sieht man, auf Hunts gegen die Grunts, da kommt er, der reimende Slashor. Der reimende Reiske. Ja, man hat mich ja schon rappen sehen hier in dieser Sendung, ne? Also, King of Warcraft Rap ist ja wohl amtlich jetzt, ne? So. Ja, läuft er dem Grunt nicht hinterher, sondern konzentriert sich auf den Fast, die er entangelt da. Ja, kann vielleicht ein TP zumindest mal forcen. Der Fast, der steckt allerdings auf Level 2 auf nach dem Archer-Kill hier. Aber Entangle ist noch ready für Florentin. Also, Town Portal muss er auf jeden Fall. Der TB Jack und TP erstmal raus. Florentin jetzt mit zwei Dryaden. Entschuldigung, zwei Huntress. Und kann damit jetzt hier erstmal richtig ordentlich creepen. So sieht's. Läuft aber zurück und hält sich erstmal hoch an den Moonwells. Mehr creepen. Jetzt am Grün, dann ab zur Echse. Die braucht er eigentlich auch so im Laufe des Spiels. Gerade wenn man auf Huntress geht, will man einfach Masse haben. Und Masse kriegt man durch viel Gold. Auf der anderen Seite Tier 2 schon durch. Shadowhunter, Spirit Lodge. Der Standard-Follow-up zu dieser Grunt-Taktik. Ja. Durchaus. Je nachdem, gegen welche Rasse man spielt, kann man das natürlich auch mit Firelord spielen. Gegen Nachtelf generell macht Summons nicht so sinnvoll. Aufgrund der Wisps, das ist dann gerne mal Free XP für den Gegner. Aber so ein Shadowhunter, wahrscheinlich mit Wards anstatt mit Hex, weil Florentin eben Huntress spielt, der macht dann mit seinem Piercing doch ganz gut Schaden. Wenn man denn drin stehen bleibt und nicht wegrennt, wenn man Schlangenphobie hat, dann kann das schon mal passieren. Baut Florentin dann wohl einen zweiten Engine of War und spielt mal nicht Dryaden Mountain Giants? Nee, glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf Talons geht gegen die Grunts. What? Das hat er gegen mich gemacht. Stimmt. Und ihr Kill! Aber deny. Mensch, der TB Jack, der gönnt ihm einfach auch gar nichts. Ja. Er ist gierig. So, hat sich übrigens noch einen Step of Teleportation geholt, um hier sich immer aus dem Entangle fleißig zu befreien. Hat aber jetzt bald auch Schamanen, also mit Purge geht das Ganze natürlich dann auch. Und wir sehen Serpent Wards. First Spell, TB Jack creept damit oben mit dem Shadowhunter, währenddessen Florentin jetzt zum ersten Push hier läuft mit dem Panda-Second. Oh, Keeper Panda. Haben wir in letzter Zeit relativ erfolgreich gesehen, meistens gegen Headhunter. Aber wenn der Panda gut gelevelt ist, dann kann er die Grunts auch gut wegbrutzeln. Oder natürlich Peons. Wann kommt die Reaktion von TB Jack? Der hat natürlich keinen TP mehr. Und Florentin hat das messerscharf analysiert. Und forst jetzt seinen Gegner zum TP. Der Schaman muss sich schon selber purgen. Das Burrow ist weg. Und ich würde dann mal beide Daumen ganz weit nach oben recken für Florentin. Der Push war auf jeden Fall ordentlich und jetzt müssen wir gucken, dass er vielleicht den einen oder anderen Grunt kriegt. Er hat immer noch die Greater Mana Potion, die er noch nicht genutzt hat. Ist jetzt runter auf 50 Mana, die könnte er jetzt in dem Fall auf jeden Fall benutzen. Darf natürlich jetzt, wie du eben schon gesagt hast, nicht in den Wards fighten, was er aktuell aber macht. Zieht aber die Huntress ist immerhin ganz gut raus. Oh. Nächster Grunt geht auf down, TB Jack noch mit zwei angeschlagenen Wölfen. Dritter Wolf wird auch gefokust, von hinten kommt die nächste Huntress angelaufen. Zwei Stück, hart rot, aber jetzt läuft er wieder zurück. Er pusht nicht durch, er traut sich nicht, das durchzusetzen hier. Ja, finde ich okay. Der ist noch nicht Level 3. Der Panda ist nur auf Level 1. TB Jack kann gerade nicht produzieren. Und Florentin kann sich da jetzt erstmal was aufbauen. Wir haben die erste Dryad. Also das mit den Talents, das wird nix. Der baut Huntress Dryads. Auch eine merkwürdige Kombo. Es ist eine merkwürdige Kombo. Aber Florentin ist auch ein merkwürdiger Typ.
So kann man es auch sagen, ja. Ring of Protection plus 3 gerade gefunden für TV Jack. Zwei Schamanen, wie gesagt, schon da. Bleibt auch auf T2, geht aktuell nicht auf T3 und hat auch kein Bestiary, sondern nur Grunts Schaman. Ich würde ihm ja, also wenn er das gleich sieht, wie diese Unit-Combo ist, dann braucht er eigentlich nur Headhunter, ne? Einfach, oder, okay, Y1 Master wird auch wahrscheinlich irgendwie gehen, aber Piercing Damage perfekt gegen beides. Dann einfach oder durchdrücken. Oldschool Grunter Pult könnte man auch machen. Er entscheidet sich jetzt allerdings für ein Bestiary. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Kodos, gut. Raider, gut. Wenn du willst, Wyvern. Nicht so gut, aber cool. Kann man durchaus dann mal dazu enden. Florentin jetzt auf seiner Seite mit dem zweiten Ancient of Lore, den er oben hinsetzt. Und mit dem Tech auf T3. Also scheint jetzt dann doch vielleicht auf Richtung Bären oder MGs zu gehen. Das Keeper ist Level 3. Map 1 wieder so ein Reinkommerspiel. Jetzt ist hier ein Wisp rübergelaufen. Der Sentry Wards könnte es gesehen haben. Läuft bald aus. Florentin hat eigentlich keine Ressourcen zu expandieren, weil er gerade auf Tier 3 gegangen ist. Aber gut, vielleicht ist seine Taktik auch maximale Konfusion und maximale Gier. Kann natürlich auch gut sein. TB Jack hat auf jeden Fall gut Zeit hier zu creepen. Nutzt die auch. Fastheal Level 3, Shadowhunter Level 2,7 schon hier. Also auch fast Richtung Level 3. Florentin sucht jetzt seinen Gegner. Hat gerade so ein bisschen, wenn man die Armys so vergleicht, denke ich, könnte er da vielleicht einen Fight annehmen. Kommt immer drauf an, wenn der Schwanz der Level 3 wird, die Level 2 Wards. Die sind dann natürlich krass, jetzt fressen sie hier aufeinander. Schön, aber The Fire erstmal reingehauen. Panda jetzt auch Level 2. Geht direkt volle Kanne auf Hero Nuke. Alles auf den Keeper. Und Florentin muss rauskippen. Ganz klares Zeichen, TB Jack will noch nicht fighten. Der will erstmal warten, bis sein Beastery sich ausgezahlt hat und bis er da den Tech und die Units rausgeholt hat. Hero Focus immer ein gutes Mittel, um den Gegner von der Map zu nehmen, sich ein bisschen Map-Control wiederzuholen. Da war aber ganz gut Damage mit dabei. Da muss gleich das ein oder andere Heal-Wavechen auf die Grunts benutzt werden. Florentin, wie aggressiv bist du? Rennst jetzt einfach wieder in die Mitte, randalierst da ein bisschen rum, gehst zum Creepjack. Das sieht mir ganz stark danach aus. Sieht so aus, ja. Der Creep könnte allerdings vorher noch fertig werden. Das wird eine ganz knappe Kiste, aber der Oberste geht down, das Item damit an. Oh. TB-Jack, optimales Item mit Vamp-Aura und der Keeper. Der Shadowhunter auch auf Level 3. Florentin jetzt mit Staff, nutzt den auch sofort in die erste Hand ist raus. Staff hier geht vorne auf die nächsten Grunts drauf. Schön, aber der Fire wieder reingesetzt. Treffen tut er immer alles. Aber trotzdem nur Level 1. Verliert jetzt die erste Huntress. Hinten aber auch viele angeschlagene Grunts von TB Jack. Jetzt da drin steht. Wir haben 41 gegen 44. Der Fly vorne jetzt auf den Raider drauf, der hart angeschlagen ist. Und TB Jack muss sich hier zurückziehen. Go, Dryads, go! Schnappt sie euch! 3 Grunts down. Florentin will. Los, follow, follow, follow! Nein! Ach, Jungs! Den hätte er noch bekommen! Bisschen Angst gehabt, dazu nah an die Orc-Base ranzugehen, der übrigens jetzt auf Tier 3 geht und die Headhunter endet. Ja, da fehlt ihm so ein bisschen das Selbstbewusstsein, den guten Florentin. Hat natürlich 3 hart angeschlagene Huntress hier und alle Moonwells sind leer. Ja, Moonstone auch so ein Item, was Florentin irgendwie noch nicht so für sich entdeckt hat. Jetzt kommt allerdings das Master-Upgrade und die ersten 2 Bären sind auch schon in Produktion. Ja, wer braucht schon Heilung aus der Base, wenn man Rejuvenation hat? Die kommen dann gleich rein. Huntress durch Bären ersetzen sehr gut. Bären der natürliche Konter gegen Headhunter. Aber TB Jack baut schon den Konter für den Konter in Kodos. Die haben Hunger. Florentin ist, glaube ich, gar nicht so schlecht dran, die Huntress einfach an den Creep sterben zu lassen. Oh. Das kann er ruhig machen. Nee, setzt jetzt einen Healing Ward. Also will sie doch nicht an den Creep sterben lassen hier gerade. Okay. Und dann versucht die nochmal hochzuheilen. Hat jetzt hier den Panda auch auf Level 3. Und den Orb of Venom. Also das ist ein sehr, sehr solides Spiel. Ich hoffe, er sieht das selber ähnlich. 11 Minuten sind hier schon durch. So, jetzt habe ich genau das, was ich gesagt habe. Lass sie an den Creeps drauf gehen, dann geht's nicht zum Gegner. Dann kriegt der Gegner keine Erfahrung und du hast mehr Supply für mehr Bären. Hört wieder nicht auf mich. Ja, Gegner hat sich die eine geholt, hat die Erfahrung bekommen. Fast ja, fast Level 4. Greater Healing Potion auf dem Shadowhunter übrigens auch. Oh, aber kein TP weiterhin bei TB Jack. Jetzt wohl. Hast du wieder zu früh gesprochen. Ja, hat sich direkt auch 2 Heal Scrolls. Der will jetzt will er kämpfen. Oh, ich glaube, Florentin ist noch nicht ready. Da fehlen noch so 7 Supply. Drunken Haze, Breath of Fire. Focus Fire auf die Kono. Die Kono snackt eine Huntress. Okay, Level 4 auf dem Shadowhunter. Aber der hat, wie gesagt, so viel Healing. Es ist einfach der natürliche Kontakt gegen Breath of Fire. Gegen AoE Damage. Was brauchst du? AoE Healing. Und jetzt hat der Panda keinen Mana mehr. Keine Mana Potion. Die sind beide weg. Und ich glaube, dieser Fight sieht dann wieder so aus, wie wir das erwartet haben.
Jetzt da hinten kommen noch ein paar Dryads nach. Vorne geht aber auch ganz gut was down hier. Trotzdem nur noch die zwei Bären hier im Fight. Ruppel auf 44 Supply runter. Sollte vielleicht raus TP'n hier. Nee, nutzt den Staff nochmal. Also wirklich viel verloren hat er bis jetzt nicht. Aber es bringt halt nichts, wenn du die Bären rausstaffst und sie dann mit Low Hit Points wieder reinschickst. Denn da hinten kommt der nächste Bär, der hart angeschlagen ist, ran. Ah, die beiden Instants waren böse. Da hätte es TP wahrscheinlich doch mehr gebracht, als hier dann noch ein bisschen was zu verlieren auf Seiten von Pommes Ruppel, der jetzt hier zwar noch einen Bären verliert, aber noch ist er in-game. Noch ist er in-game, in der Tat. Mal schauen, wie lange noch. Rejuvenation hilft jetzt natürlich. Während der Nacht gibt es auch ein bisschen mehr Moonjuice dazu. Double Staff, wir haben auch einen Orb, wie gesagt, aber auf der anderen Seite unten auf 6 Uhr haben wir eine Expansion. Und, oh, Timid Jack holt sich schon eine Sobi-Maske am Marketplace. Der ist recht happy mit der Spielsituation, habe ich das Gefühl. Ja, hat auf jeden Fall die Map Control, hat die Echse unten im Bau. Alles läuft jetzt für ihn. Und hier rennt nochmal rein, haut das erste Entangle raus auf die Kodo Beast hier. Schickt die Dryaden nach vorne, Bär nach hinten. So rum ist falsch. Jetzt richtig rum. So, und versucht jetzt nochmal, aber wieder. Er rennt wieder vor der Ork-Armee mit Enzen hinweg. Das ist das Falscheste, was du machen kannst eigentlich. Wieder Healing Wave reingehauen, beide Bären entsnared, die steht da vorne drin. Kodo hat, kann noch nichts fressen, hat noch eine Handschuss im Bauch. Ich darf's nutzen, allerdings ist mal ganz gut hier, der Quarantäne. Und der geht an die Creeps! Creep hat den Bären den Knight! Und jetzt allerdings oben der Panda. Oh, surrounded, Info Potion gezündet. Jetzt Bloodlust am Start für TV Jack. Ah, und jetzt hat Florentin ein Problem. Yo, jetzt hat Florentin. Der ist auch die Hälfte der Army noch mit den Creeps beschäftigt. Frag mich, ob das den großen Unterschied macht. Wahrscheinlich eher nicht. Bären werden gemorpht, Detonate kommt rein. Florentin denkt schon an die ein oder andere Sache. Aber ich glaube, der Drops ist gelutscht. Timmy Jack einfach ein bisschen zu erfahren. Aber schön, wenn Florentin die 15-Minuten-Marke schafft, glaube, können wir schon stolz sein. Und das tut er. Bringt den Gegner jetzt auch nochmal zum TP. Der will natürlich kein Risiko eingehen. Alles läuft für ihn. Da kann man auch noch ruhig mal aus-TPen. Die angeschlagenen Units einmal hochheilen. Die Expansion ist gleich so gut wie durch. Hat da auch noch zwei Units an der Echse, die er rausgezogen hat, eben aus dem Fight. Die kommen jetzt gleich auch noch mit in die Army. Die werden auch hochgeheilt. Mana refreshed. Und dann gibt es gleich den nächsten Push mit dem Fast hier, fast Level 5. Jo, mehr Upgrades gibt es auch noch, wie du schon gesagt hast. Würde mich gar nicht wundern, wenn er nochmal zum Shop sprintet. Aber hat auch eigentlich alles, was er braucht. Florentin, ist das jetzt dein Verzweiflungs-Go? Die Wölfe werden gesehen. Dispel, Dispel. Ah. Okay, der Wolf kann scouten. Aber gut, gegen die Echse, gegen die Tower, gegen 50 Supply, gegen hochgelevelte Helden. Mammutaufgabe für unseren Florentin. Aber er hat 11. Das ist noch nicht vorbei. Slash! Du sollst das lassen in meiner Anwesenheit. Hier wird nicht geweint. Ah, gut. So, ja, braver Jung. Nächster Moonwave von Florentin hier oben. Also will jetzt aber dann auch über die 50 Supply gehen. Frage im Chat, wo finde ich auf der Creepcamp-Seite den Discord? Auf der Creepjack-Seite ist der. Auf der Creepcamp-Seite ist er, glaube ich, nicht drauf. Absolute Frechheit. Es sollte natürlich auch auf der Creepcamp-Seite sein. Aber genau, auf creepjack.de, da findest du den Discord. Genau. Ansonsten kann bestimmt jemand hier auch. Nee, bei dir kann man keine Links posten, ne? Korrekt. Außer man ist VIP oder so. Oder Mod. So, Creepjack. Apropos Creepjack. Es gibt einen Creepjack und wieder ein TP. Florentin, kriegst du den noch? Nein, Level 5. Hat das Item wenigstens gekriegt. Yo, Captain America Helm. Aber auf der anderen Seite der Alchemist für noch mehr Healing. Als hätte er nicht vorher schon genug Healing gehabt. Gerade nochmal auf der Seite, ob da... Ah, doch, auf der Creepcamp-Seite gibt es das wohl, und zwar auf Rules. Wenn du da auf Rules geht, da steht Voraussetzung Mitglied im RBTV Discord. Und wenn du da einfach auf das Wort Discord draufklickst, dann bist du drin. Das ist ja auch ein bisschen versteckt. Das kann Otto normal ohne Hilfe ja kaum finden. Ja, herzlich willkommen. Join Discord gerne. Ist ein sehr toller Discord. Da habe ich heute sehr über Kevin gelacht. Der ist ja im Nationalteam. Gestern war ja die Auslosung für Team Germany. Und Team Germany hat den Top-Seed gekriegt. Sieht ja so gut aus für die in der Gruppe. Und Kevin hat geschrieben, ich hoffe, wenn wir die Gruppe gewinnen, gibt es ein Autokorso für uns. Die Vorstellung war genial. Ja, wäre schon ganz cool, ja. Sunny will auf jeden Fall Team Germany carryen, habe ich gehört. Ja, ist ja auch klar. Natürlich. Todd hat sich ja beschwert über Team Germany.
Wer? Er meinte, Todd, er meinte, die Deutschen kommen wieder mit 10 Mann, die denken auch alles ist Fußball, meinte er. Das ist auch nice. Nächster Fight, aber das sind natürlich 20 Supply mehr. Florentin hätte hier fast nochmal die Echse gekillt, aber Kibbe Jack reagiert ganz gut. Erste Kodo hat gefressen, zweite Kodo hat gefressen und damit ist die Hälfte der Armee von Florentin schon mal im Magen. Ich glaube, da ist nicht so ganz gemütlich, wie bei Moby Dick wahrscheinlich. Und der Panda, kommt der da nochmal raus mit dem TP? Er versucht, aber es reicht. Oh, Invo-Push. Okay, reicht doch nochmal. Florentin im Abgib drin, 53 Supply gegen 73, jetzt bleibt er dann doch das GG. Ah, es hat nicht sollen sein, aber 18 Minuten durchgehalten gegen einen... Das 18 Minuten war okay. Ja. Das ist eine gute Zeit, würde ich sagen. Man kann viel machen in 18 Minuten. Florentin, wenn man 18 Minuten durchhält, kann man sehr stolz auf sich sein. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wann er die Expansion gebaut hat. Wahrscheinlich super früh und nicht gesehen, aber nee, ist okay. War okay. Die war nicht... Also die war ziemlich spät, nach eurem zweiten Fight oder so hat er die gebaut. Ja. Okay, interessant. Es gab diesen einen Kampf, wo ich wirklich dachte, ich hätte eine Chance, aber er mich so brutal auseinandergenommen hat. Keine Ahnung, woran das lag, aber ja, ich glaube, er hatte auch schon 4 Helden und so, aber da dachte ich, okay, ich hatte eine Chance, aber dann war es eh abwärts, aber naja, war okay. Aber du hast ihn schon gut gekitzelt. Der musste schon so auf extremen Hero-Fokus zurückgreifen und so. Das ist ja immer so ein Zeichen von, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock auf dich. Deutliche Steigerung von Map 1 zu Map 2. Und ja, das hoffe ich. Wir waren gut unterhalten. Das ist doch schön, das ist doch das Allerwichtigste. Ja. Aber ich persönlich am unterhaltsamsten finde ich ja immer, wenn Leute über Dinge reden, mit denen sie sich wirklich auskennen. Also wirklich mal, wenn Experte mal wirklich die Gelegenheit hat, mal sein komplettes Wissen auszubreiten. Mal wirklich auch in die Tiefe zu gehen und man mal wirklich merkt so, wow, der hat richtig Ahnung von dem Thema. Weil das macht dir immer Spaß, wirklich jemandem dabei zuzuschauen, wie er einfach seine Kunst lebt und einfach seine komplette Expertise beweisen kann. Ich persönlich finde das unterhaltsam. Und wo ich das am ehesten kriege, ist meine Lieblingsrubrik. Janis Kannes. Bam, bam, bam. Es ist Janis Kannes. Wie jede Woche muss Janis 3 Fragen zur Warcraft 3 Spielmechanik beantworten. Die Fragen kommen aus der Community. Und Janis muss sie beantworten. Und diese Woche haben wir 3 interessante Fragen auf jeden Fall. Oh nein, ich hasse es, wenn du dich freust. Naja, aber nee, freuen nicht. Ich sag mal so, es gibt Wochen, wo ich sag, hier, die 3 Fragen, die sind's. Und dann gibt's andere Wochen, wo ich mal so ein bisschen in der Kiste kramen muss. Wo man mal so 2-3 Fingerstreiche tiefer scrollen muss in der Liste. Jetzt denkst du, diese Woche ist genau richtig dafür, weil ich schon irgendwie 180 Stunden gearbeitet habe diese Woche, diesen Kanal hier alleine carry, weil Remo sonst irgendwo ist und Carsten irgendwie sein Album aufnimmt. Und jetzt hast du gedacht, wo die W3 Champions Finals am Wochenende sind und nächste Woche Meisterschaft anfängt. Da hat der Janis noch nicht genug auf seinen Schultern, sondern muss noch geärgert werden. Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass sie besonders schwer sind, finde ich gesagt gar nicht, sondern sie sind mal so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen auch unten, so die Lego-Steine, die ganz unten sind. So, das sind manchmal diese, wo man sagt, ach krass, das hatte ich auch noch. Auf Lego-Steine ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Die Fragen kommen wie immer von euch. Also mich trifft keine Schuld. Nein, dich trifft nie eine Schuld an irgendwas. Glühwein weg, Fragen schwer, alles nicht deine Schuld. Janis muss alle 3 Fragen richtig beantworten. Das ist natürlich schwierig. Weil manchmal ist eine schwer, manchmal ist eine leicht. Und manchmal denkt man, die leichten Fragen sind schwer. Und manchmal denkt man, die schweren Fragen sind leicht. Und manchmal kann man sich da schnell verheddern. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung es heute gehen wird. Denn ist schon eine Weile her, dass Janis mal was geholt hat. Ja, weil ich ja nichts krieg. Ich will sagen, wir fangen mal einfach mal an mit Frage Nummer 1. Übrigens, wegen letzter Woche durfte ich mir die ganze Woche von Sunny anhören, wie intelligent er ist und wie viel Ahnung er hat, weil er die Sache mit den Burrows da angebracht hat. Ja, Slash, du bist letzte Woche auch ein bisschen gestolpert hier und da. Also das ist schon das merkt man, es ist dann doch nicht so leicht und der Slasher kann es vielleicht doch nicht immer besser. Wir fangen einfach mal an mit Frage Nummer 1, dann könnt ihr mal sagen, was ihr dazu sagt. Und zwar geht's los mit Frage Nummer 1, die lautet, wird ein Blade Master im Windwalk sichtbar, wenn er einen Staff of Teleportation benutzt? Natürlich ein Item-Combo, die man ab und zu sieht, von daher durchaus ein spielrelevantes Interaktionsmuster, das man hier sieht. Blade Master ohnehin schon sehr mobil. Staff of Teleportation. Kann er den in den Schatten benutzen? Willst du die Frage nicht einblenden? Oh. Hä? Hab ich. Entschuldigung. Alice's Gun möchte das wissen. Eine Frage, die Slash natürlich nur zu einem
müden Lächeln motiviert. Ja, ich habe es tausendmal gesehen, aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig in Janis Kannes Mut. Mein Brain ist noch irgendwie abgelenkt von irgendwas anderes. Ich würde sagen, ja. Das sollte eigentlich super easy sein. Das muss ich eigentlich sofort, wie aus der Pistole geschossen, muss ich dir das sagen. Du, ich sehe die Frage bei dir übrigens immer noch nicht eingeblendet, was hier. Was? Nee. Kann nicht sein. Ja, also ich sehe halt dich. Doppelt sogar. Nee, aber bei mir im Stream ist sie eingeblendet auf jeden Fall. So ein Quatsch, ich bin auf deinem Stream. Aber sie ist eingeblendet, es tut mir leid. Ist sie deppert? Das ist doch nicht wirklich wahr. Die ist da nicht. Nee, ist sie nicht. Da, guck an. So, ja, jetzt. Okay, gut. Also ein bisschen Delay gehabt. Sorry. Ich bin wirklich verunsichert. Ach, scheiße, ey. Ich bin mir sehr sicher, ja. Du bist dir sehr sicher, dass er sichtbar wird? Ja. Ich glaube, Slash muss sich die Frage nicht stellen. Er hat das hunderte Male gemacht. Ja, wird er. Okay. Na gut, wenn ihr euch möchtest da so sicher seid, dann schauen wir mal ganz kurz in die Antwort rein. Wir sehen hier den unsichtbaren Blade Master. Und wird ihn der Footman sehen, wenn er teleportiert? Ja, er sieht ihn. Riech. Völlig richtig, er wird sichtbar. Yay! Richtige Antwort. Das wäre peinlich gewesen. Ja, aber auch die Auflösung haben wir nicht gesehen, Florentin. Aber ja, jetzt. Doch. Ich hatte nur einen übelsten Delay. Ich habe refreshed und dann ging's. Ja, okay. Alles klar. Das war jetzt die Reinkommafrage. Jetzt sind wir alle drin, jetzt sind wir alle warm, bisschen hackelig, bisschen ruckelig, aber ich glaube, jetzt haben wir alle unseren Platz gefunden, oder? Sind wir bereit für Frage Nummer 2? Also bereit, wie ich nur sein kann. Gut, dann fangen wir an mit Frage Nummer 2. Von Adun, der wissen möchte, wie wirkt sich Freezing Breath auf ausgewurzelte Ancients aus? Freezing Breath, die beliebte Fähigkeit der Frostworms, die Gebäude einfrieren kann. In denen kann dann nichts mehr gebaut werden. Und auch in Goldminen wird kein Gold mehr abgebaut, wenn sie eingefroren sind. Aber wie ist das mit den ausgewurzelten Ancients? Also die Frozen Breath, ne? Die hält ja Produktion an. Richtig. Und ich sag mal, ausgewurzelte Ancients können dann auch nichts produzieren. Okay. Ja. Mich würden natürlich so Dinge interessieren wie... Ja. Kann das ausgewurzelte Ancient sich dann noch bewegen? Ach so. Kann es sich einwurzeln? Was kann es noch tun? Ach so. Sowas in der Ecke. Ach, das meinst du? Sowas dachte ich eigentlich. Ah, das ist natürlich was anderes dann. Wir hatten ja schon ganz viele von diesen ausgewurzelten Ancient-Fragen. Mhm. Und da ist immer die Frage, wie man das dann, wie das sich das dann auswirkt. Es ist ein Mittelding zwischen Gebäude und Einheit. Genau! Und es wäre natürlich toll, wenn ich mich jetzt an irgendeine von diesen Fragen oder Situationen erinnern könnte, ne? Das wäre natürlich famos. Ja, wir hatten tolle Fragen, wie zum Beispiel, kriegt man Lebenspunkte, wenn man mit Vampiric Aura eine ausgewurzelten Ancient angreift? Sowas hatten wir mal. Ja. Die Antwort werden sich wahrscheinlich viele noch beantworten. Ich weiß sie, ja. Verdammt. Ich würde sagen, Freezing Breath geht nur auf Ancients, die eingewurzelt sind, aber nicht ausgewurzelt sind. Dementsprechend macht es nichts. Okay. Hat gar keinen Effekt. Ja, jetzt ist die Frage, also, es geht ja nur um Freezing Breath, ne? Dann sage ich, hat keinen... Die können... Ah, fuck, Mann! Habe ich im Kopf, wie ein watschelnder Baum eingefroren wird? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, die werden nicht eingefroren. Okay. Also die Antwort lautet, gar keinen Effekt. Jetzt hast du da auch noch eine Antwort dazu? Kalte Pflanzen, ist das ein Thema für dich? Also ich glaube, die werden geslowt, aber das werden sie halt nicht durch den Freezing Breath, sondern generell durch die normale Frostwurm-Attacke. Das hätte ich auch gesagt. Und die ändern ja auch ihre Rüstung, ne? Also die haben ja dann keine Gebäude-Armor mehr, sondern Armor-Typ ändert sich und so. Deswegen glaube ich, zählen die als Unit und dann würde ich auch sagen, dass der Freezing Breath keinen Effekt mehr hat. Genau meine Denke. Zwei riesen Warcraft-Brains. Eine Antwort. Es muss richtig sein. Wow, sehr, sehr schön. Finde ich gut, dass ihr euch einig seid. Das sehe ich immer gerne. Und ich würde sagen, dann bleibt uns auch nichts übrig, als die Antwort hier mal aufzuschnappen. Ich habe hier mal ein Beispiel gemacht. Hier sehen wir ein eingewurzeltes Gebäude. Die Produktion
wird dadurch, dass der Ancient eingefroren wird, aufgehalten. Das kennen wir. Wie ist das bei dem sich bewegenden, ausgewurzelten Ancient? Come on. Lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter, Kollege. Scheiße! Fuck! Es wird komplett eingefroren und bleibt stehen. Kann nichts mehr tun. Okay, krass. Hätte ich auch falsch gehabt. Kann man auch, also schwer. Das es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber gute Frage, finde ich. Super gute Frage von Adun. Super gute Frage. Chat ist auch überrascht. Von daher. Chat ist auch überrascht. Ja, es ist überraschend. Es ist überraschend. Tut mir leid, Janis. Ja, kriege ich wieder mein Geschenk nicht, was ich eh nicht kriege. Das ist natürlich das Mama nix. Jetzt. Wir wollen natürlich noch in Frage Nummer 3 reinschauen, denn neben dem Sieg muss Janis natürlich auch noch seine Ehre retten, um hier durchs Wochenende zu kommen. Wir schauen in Frage Nummer 3 rein, da lautet: Ja, mach du mal erst. Vater Gans möchte wissen, können Peasants den Bau einer Tiny Great Hall beschleunigen, wenn sie von einem Human-Spieler gesetzt wurde? Das ist ja die dümmste Frage, die wir jemals hatten. Also im AT dann, ja? Also nein! Ja, du kannst ja auch, weiß ich nicht, mit Human Dark Ranger spielen und einen Peasant übernehmen. Ach cool, okay, ja gut. Nein, Moment mal. Du brauchst einen Shop. Ja. Du kannst doch im 2v2 als Human im Orkshop deines Verbündeten eine Tiny Great Hall kaufen und die platzieren. Ja, gut, das kannst du natürlich. Und welches Gebäude entsteht dann? Ich weiß es, ich hab's nämlich letztens ausprobiert. Das von der eigenen Rasse. Korrekt. Ja. Wenn ein Human-Spieler eine Tiny Great Hall kauft, dann entsteht eine Town Hall. Genau. Also, wenn sie von einem Human-Spieler gesetzt wurde, dann ist da ja keine Tiny Great Hall. Doch, das Item ist immer noch eine Tiny Great Hall, aber entsteht eine Town Hall. Die Frage ist, kann man diese Baustelle beschleunigen mit Peasants, so wie das Human-Spieler normalerweise können? Also geht Powerbuild quasi. Ja. Ich wollte nur Florentin ein bisschen necken, weil diese Frage ist schon ganz speziell. Ich möchte nur mal kurz sagen. Vater Gans ist da auch wirklich cutting edge in der Warcraft Forge. Glaube ich. Ist ein Tiny Town Hall Koloss, korrekt. Ich möchte sagen, ich habe schon mal einen Punkt mehr geholt heute als du, Florentin. Von daher ist es für mich vollkommen fein, wenn das jetzt absolut falsch sein sollte. So, ich sage, dass das geht. Man muss aber ja schnell sein, ne? Aber theoretisch glaube ich, dass das geht. Ich glaube, Peasants auch so. Egal. Ich glaube, dass es geht. Okay. Slash, hast du da auch eine Meinung dazu? Ich würde sagen, das geht nicht, weil es ein Item ist und keine Baustelle, kein Building. Würde ich, aber wissen tue ich es nicht, aber ich würde sagen, es geht nicht. Gut. Oh, Janis sagt, ja, es geht. Und wir schauen mal rein, ob das so funktioniert. Hier sehen wir die Lösung. Tiny Great Hall des Human-Spielers. Tatsächlich wird zu einer Town Hall. Und die Peasants. Sie können nicht helfen. Verrückt. Sie können leider nicht helfen. Das ist natürlich schade. Das tut mir leid, Janis. Warum bloß? Tja, das ist natürlich die große Frage. Man hätte natürlich auch die Frage stellen können, können Sie bei einem Elfenbeinturm helfen? Da glaube ich, können Sie auch nicht helfen. Aber interessante Frage. Könnte man nochmal drüber reden. Ich glaube, das so schnell, also das braucht man einfach nicht. Mein Chat sagt, die baut sowieso schon mit Maximalspeed. Ich wusste gar nicht, dass es einen maximalen Bauspeed gibt. Wusste ich so auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt, aber ich vertraue einfach mal. Interessant. Das könnte man vergleichen mit dem Cheat, weil wenn du den Cheat eingibst, hast du nämlich den maximalen Bauspeed. Das könnte man damit mal vergleichen. Das aber heißt, gibt es einen Punkt, an dem weitere Peasants dann nicht mehr den Bau beschleunigen? Und das ist die maximale Geschwindigkeit? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Kannst du im World Editor mal irgendwie so 24 oder 50 Peasants bauen? Da hinsetzen, die was dann. Ja, aber dann müsste man jetzt gucken, ab welchem Peasant macht es keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das ist sehr schwer zu sehen. Nee, aber wenn ich gebe das mal gerne an die Community weiter, dass die das mal ausfieseln. Weil dabei bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir jetzt wirklich einen Unterschied zwischen 23 und 24 Peasants, ob wir den wirklich sehen können.
Aber das geht ja ganz, das geht ja relativ fix. Das geht ja mit Cheats auch. Wir haben ja Zeit, oder? Ja, wir haben Zeit. Wir haben noch 10 Minuten, dann das Slash-Spiel. Wir sind ja dank Florentins 2-0 sind wir ja deutlich vor der Zeit. Ja. So. So, also was brauchst du? Ich mache ein Custom-Game und spiele Human. Und dann gebe ich mir super viel Geld und gebe mir den Schnellbau-Cheat. Und dann baue ich 1 Milliarde Pässen. Ich baue nur Pässens. Und dann gucke ich, ob alle eine Town Hall bauen können. Das muss doch, das ist es doch. Oder nicht? Jetzt wird das ist doch die Frage, ja, die wir haben. Schauen wir mal. So, Warp 10. Greed, also Warp 10 good. Beschleunigt auch den Bau, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Greed is good, ich brauche mir 1 Milliarde Gold. So, und jetzt baue ich hier super viele Peasants. Ah, ich brauche Farms, shit. Aber Warp 10 kann noch beschleunigt werden durch mehrere Peasants. Warp 10 hat, so wie es aussieht, ja, nicht das die maximale ich... Geschwindigkeit. Nee, das will ich ja nur, um die Peasants zu bauen schnell. Damit ich gleich 100 Supply Peasants habe und dann gucke ich, ob 100 Peasants gleichzeitig eine Town Hall bauen können. Oder ob dann Leute... Warp 10 kann immer noch beschleunigt werden, okay. Wird es schneller? Ich sehe es gerade selber nicht gut. Ich bin hier auch angegriffen gerade, leider. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dem Gockel für den Fünfer, den er hier gelassen hat. Feierabend, Bier und Creepjack. Dankeschön. Hoffe, du hast Spaß. So. Jetzt deaktiviere ich mal Warp 10. Und jetzt Call to Arms und rüberrennen. Ja, genau. So, Cheat disabled. Wir bauen eine Town Hall. Und jetzt schicken wir alle Peasants dahin zum Fastbauen. Bauen alle mit. Irgendwann ist wahrscheinlich einfach kein Platz mehr. Ja. Okay, vielleicht sollten die kurz aufhören, bis die alle da drumherum stehen. Nee, guck mal, die oben haben schon aufgehört mitzubauen. Ja, ich habe auf Stopp gedrückt. Ach so. Nicht, dass hier... Nein, jetzt muss doch wieder aufhören. Ich glaube, die sollten einfach... Ist er noch? Okay, jetzt sehen wir es nicht mehr. Muss kurz... Neu bauen. So. Ja, brech die doch ab und bau ja, hab neue. Ich doch. Hab ja. ich doch. Okay. Jetzt bau da was. So, jetzt ist Moshpit. Auf geht's. Und auf. Hören die Leute knack. Irgendwann auf zu bauen, ist die große Frage, die wir uns stellen. Und nee, oder? Du kannst einmal komplett drumrum bauen. Ja. Von allen Seiten. Okay. Verrückt. Aber wie ist, also, Warp 10 beschleunigt auch die Tiny Great Hall, habe ich gerade rausgefunden. Dann ist es also nicht maximal. Nee. Also, Warp 10 beschleunigt auf jeden Fall die Tiny Great Hall. Orks wieder benachteiligt. Dude, wenn wir darüber reden, dann müssen wir mal über Undead und die Tiny Great Hall sprechen. Weil was kommt dabei raus, Herr Slash? Ja, wahrscheinlich eine Nekropole, oder? Ja, ist korrekt. Und was mache ich damit bei einer Echse? Ja, nix. Das ganze Hinterpin. Ja, kann ich immer noch kein Gold abbauen. Das ist Imba. Ja. Ich brauche eine Tiny Haunted Gold Mine. Ja. Bei Elf müssen die auch noch dann, ne? Dann entsteht, glaube ich, nur der Baum und du musst ja auch noch reinwurzeln dann, ne? Korrekt. Ja. So, was machen wir jetzt? Ist dein Gegner schon ready, Slash? Ich habe auf jeden Fall schon mal gehostet. Das ist mit der 3. Ich kann es ihm nochmal sagen. Hoffentlich muss Florentin jetzt nicht wieder so viel runterladen. Ich würde sagen, wir geben das mal ab. Ich bin gerade auch im Editor. Ich würde sagen, wir geben das mal ab an die Community. Ab wie vielen Workern... Also die Frage lautet, Hausaufgabe lautet, ab wie vielen Workern wird der Bau durch weitere Worker nicht mehr beschleunigt? Das würde mich interessieren. Ja, ist halt die Frage, wenn du komplett drumherum stehst, dann passt halt kein Worker mehr dran zum Bauen, ne? Genau, das ist die Frage. Ist es alleine durch Platz limitiert oder gibt es auch... sozusagen ein einprogrammiertes Limit. Mich würde das interessieren. Mhm. So, jetzt kommen wir aber zu dir. Du spielst gegen den guten Jürgen, richtig. Der random spielt. Richtig. Die Maps sind Last Refuge und Tidehunters. So, dann schauen wir mal für den guten Slash. Sieht es bisher noch neutral aus. Kein Spiel gemacht.
war wieder faul die ganze Zeit. Richtig. Ich versuche die Spiele einfach nur bei Creepjack zu spielen und nicht zwischendurch. So, und dann kann halt nicht immer jeder. Hat auch eine Ausrede für alles, der Mann. Siehst du? Jürgen hat auf jeden Fall schon mal gelernt. Jürgen hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. 2-0. Ohne jetzt auch groß Druck. Das heißt nichts. Slash, du musst jetzt echt ein paar Siege holen, sonst ist die Sendungsbilanz echt mau heute. Ich glaube, wenn er Human hat, habe ich ganz gute Chancen. Und wenn er Ork hat, glaube ich, ist auch möglich. Bei Night of Undead sehe ich wenig Chancen für mich. Da müssen wir jetzt mal gucken. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Random-Spieler natürlich immer interessant. Auch sehr selten gesehen tatsächlich in der Liga. Ich glaube, ich habe noch nie gegen einen Random-Spieler gespielt in der Liga. Und ich wünsche dir viel Erfolg, Slash, und hol einen Sieg für die Sendung. Tu es. Ich vor Sekunden, ich mach gerade einen Stream noch aus, Moment. Ja, sagt er jetzt einfach so, macht er gar nicht richtig. Dieser Slash, unser Held, er muss die Kohlen aus dem Feuer holen, wie so oft. Ja, wie so oft. Ja, Florentin hat wieder nicht gewonnen, ich habe wieder nichts gewusst. Der Einzige, der mit ein bisschen Verstand und Können, seht ihr gerade hier eingeblendet. Und was sieht er wieder gut aus heute? Also wenn er das und was wird es sein? Ja, Random. Und was wird es sein? Ah, es ist spannend! Das ist spannend. Ich freue mich auf das Spiel. Tatsächlich, zuschauen macht auch viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, deswegen bin ich auch Caster und kein Spieler. Undead! Ja, sehr schön. Da kann ich ja ein bisschen was zu beitragen. Der Jürgen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wie gut ist Jürgen mit Undead. Aber als Random-Spieler bist du ja mit jedem so viertelgut, ne? Also das, glaubst du, selbst Random-Spieler haben noch Vorlieben? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, denke ich mal. Also das ist ja so Wie du eine Vorliebe für Essen hast vielleicht. Also du magst vielleicht Pizza und Pasta und Hamburger und Currywurst, aber ein paar Sachen magst du wahrscheinlich lieber als das andere. Auf jeden Fall, aber mein Essen wird ja auch nicht zufällig bestimmt, sondern ich rotiere zwischen den immer selben drei Gerichten. Das ist mein Leben. Wirklich? Und da die Woche aber nicht durch eine durch drei teilbare Anzahl an Tagen hat, ist es dann doch ein bisschen durchgemischter, als man denkt. Was sind denn deine drei Gerichte? Asianudeln, Fischstäbchen und eine andere Art von Asianudeln. Also, es ist gute Welt. Naja, also, wir sehen rechts oben das Chamäleon, das gelbe Chamäleon. Er kann alles sein und nichts. Er ist der große Schattengestalt, das Mysterium. Wer ist es? Es ist Jürgen. Es ist Jürgen in der Tat. Und unten links, er vergreift sich wieder am Farsia und an den Headhuntern. Es ist das, was rauskommt, wenn man Shift und 7 drückt. Es ist Slash. Ist natürlich immer gemein, gegen Random zu spielen. Ne? Das ist an sich schon ein Vorteil, weil man natürlich nicht weiß, wie man öffnen soll. Die Orks natürlich lange das Problem gehabt, dass sie nicht gut scouten können. Das wurde dann geändert, dadurch, dass die Great Hall einen Supply mehr gibt. Aber Slash, bisher noch keinen Scout auf den Weg geschickt, sondern er sagt, Farseer Headhunter funktioniert immer. Egal, in was diese Speere landen, in der Regel tun sie weh. Von daher kann nicht schlecht sein. So sieht's aus. Ich glaube, das Schlimmste, was ihm passieren könnte, wäre Night Elf. Jetzt ganz ohne Memes und ganz ohne Weinerei, weil dann haben sie halt schnell einen Dispel mit Wisps und dann ist der Fast ja doch gar nicht so toll. Auf manchen Maps wird er natürlich trotzdem gespielt, aber gegen alles andere Fast ja sehr gut. Auch natürlich mit Wölfen einen sehr schnellen Scout und da muss er gar keinen Peon rüberschicken, sondern macht es einfach mit den Wölfen. Auf Jürgens Seite haben wir den DK. Also eher Standard. Bin gespannt, wie es laufen wird. Der erste Fiend ist draußen und Slash ist schon auf dem Weg rüber. Da wird wahrscheinlich Jürgen nicht allzu viel creepen können, die ja ihren Altar so ein bisschen später bauen als die anderen Völker und damit der Held auch ein bisschen später kommt. Aber Slash creept erstmal und weiß immer noch nicht, welche Rasse sein Gegner ist, oder? Glaube ich. Ich glaube auch nicht. Müssen kurz erwähnen, Jürgen spielt auch Fast Fiends Late Decay. Also nicht die Standard Tet Fiends, sondern frühere Units, späterer Held. Und je mehr Fiends man hat, desto besser kann man mit dem Fast ja umgehen. Gegen den Blade Master wäre das ein Riesendesaster. So rum allerdings. Ganz guter Bild von Jürg. Slash holt sich die Wand of Illusion, hat da den Item Creep rausgeholt und hat jetzt vielleicht die Chance, den Creep zu klauen. Natürlich, Jürgen hat die Death Coil. Ja, holt er sich auch souverän, kein Problem. Und hat jetzt schon zwei Skelette und zwei Fiends, die er gerade noch auf seinem Schwarzbrot parkt. Die holen sich noch ein bisschen Heilung ab auf dem verseuchten Boden. Und er hat auch schon Nerub Tower, also die Frostwölfe hier ein bisschen gefrostigt. So ist es. Auch sehr viele Last Hits für Jürgen. Was ist dein Lieblingsbelag von Schwarzbrot? Boah, das ist echt, ich glaube, eine Pizza oder so. Also bei Schwarzbrot, da muss man schon echt viel leisten, dass man dann auch was rausholen kann. Es gibt ja so ein paar Sachen.
Es gibt ja so ein paar Sachen, die isst man als Kind nicht gern und irgendwann kommt der Punkt, wo es kippt. Bei Spinat war das bei mir so, ich esse mittlerweile sehr gern Spinat. Aber Schwarzbrot hält sich wirklich wacker in den für mich unessbaren Nahrungsmitteln. Tut mir leid. Du liebst es? Aber Kümmelbrot oder was? Ja, Kümmelbrot. Ja, Kümmel ist gut für die Verdauung. Ja, Schwarzbrot auch. Da ist alles drin, was du brauchst. Oh, nee. Ich glaube, das ist aber auch so ein süddeutsches Ding. Welche Getreideform ist denn schwarz, dass das schwarz wird? Das kannst du bei Mohn genauso sagen. Ist denn Mohn ein Schwarzbrot? Dann würde ich sagen, okay, Mohnbrot esse ich gern. Ich weiß es nicht. Kann Chat mir sagen, was ist denn Schwarzbrot? Also bei uns in Norddeutschland war das ein Ding und da ist ja auch viel Moor. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Ja, so Torf, das kann schon gut sein. Es gibt ja hellen Torf und dunklen Torf, je nachdem, wie tief man gräbt. Ja, beide creepen hier gerade fröhlich vor sich hin, gerade sogar zeitgleich die Expansion. Also hier wird erstmal vorangecreept und sie sammeln heiter Items auf. Hier auf dieser Map, Last Refuge heißt die. Das ist richtig. Kannst du das auf Deutsch übersetzen? Die letzte Zuflucht. So. Ich erinnere mich immer ein bisschen an Diablo 2. Gab es da nicht auch irgendwie Tal Rashas letzte Zuflucht oder so? Oh, das kann sein, ja. Oder war das... Aber Zuflucht tatsächlich auch natürlich... Aber... Warte mal. Ja? Ich warte. Die Terrenas Map, wie hieß die nochmal auf Deutsch? Terrenas Stellung. Stellung, ah ja, okay, nicht zu viel. Also Slash setzt hier auf jeden Fall seine Illusionen interessant ein, scoutet hier immer verwirrt ein bisschen, gerät jetzt aber hier in den Creepjack rein, ist aber Level 3 geworden und da die Fiends gerade erst noch umparken müssen von der anderen Seite, kommen sie ja auch nicht direkt rein und er wird direkt der TP gezogen, er ist zufrieden mit seinem Level 3, wird noch einen Headhunter verlieren und... Oh! Kriegt nicht die XP für den Oger und somit kriegt jetzt auch der DK Level 3. Bittere Millisekunde für Slash. A, die Unit nicht gerettet, B, den Creep nicht gekriegt. Das kann einen natürlich schon demoralisieren, aber Slash, das sieht ja gar nicht anders bei aus. Wenn ich da so ein bisschen zur Seite gucke, immer noch voller Fokus. TC kommt, Shadowhunter ebenso der Lich auf der anderen Seite. Oh, genau. Da fällt der nächste Headhunter. Oh, das macht Jürgen echt gut. Und das... Ohne Dark Ranger. Normalerweise zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich Dark Ranger statt Lich. Und dann könnt ihr noch mehr Druck machen. Er rennt da auch in die Endsnares rein. Ne? Die Trolle, die haben Slash nicht lieb. Kriegt jetzt hier tatsächlich auch weniger Erfahrungspunkte, weil der Lich schon in der Schlange ist. Muss man so sagen. So ist es. Ja. Du, ich kenne mich auch ein bisschen aus. Ja, ich weiß. Ich habe nur kleines Kopfkino, wie ein ganzer Lich von einer Schlange gegessen wird. Dann da so drin rumwabern. Aber wichtiger Moment, TC. Oh, Mist, den Stomp, aber auch weit. Hat aber, ich glaube, den. Hat er die XP gekriegt? Nee, hat DK bekommen. Ah. Und die Potion of Invulnerability. Natürlich, die hätte der TC sehr, sehr gerne gehabt, der ja immer tief in den gegnerischen Linien arbeitet mit seinem Stomp und dann immer auch Gefahr läuft, schön weggekeult zu werden, aber hat er nicht bekommen. Lich ist mittlerweile da, kriegt jetzt auch die XP, weil während der in Produktion ist, werden die XP. Nee, das stimmt nicht. Egal. Man kann sagen, die werden geteilt, aber der Lich kann sie nicht bekommen, aber das stimmt nicht. Das wäre natürlich ein Ding, ne? Er kriegt nur den Bonus nicht, den man normalerweise bekommt auf T2, wenn man nur einen einzigen Helden auf der Map hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist jetzt Elix, der First Hero hier von Slash, der ganz alleine rüberläuft. Oder ist es eine Illusion? Nee. Dann wäre sie blau statt rot. Aber ist sie nicht. Kann jetzt aber ein bisschen creepen. Ein Ark ist natürlich auch ganz nett. Ich liebe das, wenn Helden so Items kriegen, die richtig gut zu ihrer Lore passen. So der Chieftain mit dem Ankh. Er kriegt quasi sein Ultimate, ne? Als Item. Du, mir ist letztens aufgefallen, dass die Dark Ranger, wenn die ja Einheiten tötet und zu Skeletten macht, dann hinterlässt die ja keine Leichen, die Einheiten, ne? Weil die ja zu den Skeletten werden. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein ziemlich guter Counter gegen die Spirit Walker, die ihre Tauernbrüder wiederbeleben können, weil die ja dann keine Leichen hinterlassen. 100% korrekt. Das ist eigentlich richtig gut. Ist mir noch nie aufgefallen. Meine Tauern sieht man allgemein nicht so oft, aber. Boah, aber Jürgen setzt hier echt zu. Der wirft hier einen Totenkopf nach den anderen auf den armen Slash. Der sich versucht hier noch wild die Wolfstatzen einzureiben mit Salbe und kriegt den Neck ab. Oh, Herren, ey. Aber das ist ein durstiger Fast hier. Überlegt, es war viel Mana auf dem Decay, dass da einfach weg ist. Statt der Dark Raider zu spielen, könntest du natürlich auch einfach einen Rod of Necromancy benutzen und da die Leichen zu Skeletten machen, dann brauchst du deinen Hero nicht committen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut.
Obwohl eine Dark Range natürlich gar nicht so unwahrscheinlich ist in diesem Matchup, um es zu silenzen auf dem TC, oder? Auch korrekt. Und jetzt haben wir hier die Berserker-Upgrades auf den Headhuntern von Slash, also somit auch eine vergleichsweise gute Late-Game-Einheit hier mit diesem Upgrade. Die hat er jetzt. Und der Ogre-Lord hier klemmt hier zwischen Lich und DK. Da werden natürlich Traumata wach von Jannis, aber Jürgen schafft es hier gerade noch mit einer Keule das Ganze abzuwenden. Und er kriegt ein tolles Item, vielleicht sogar die Hood of Cunning. Ey, das ist so lange her. Das war noch eine Studio-Creepjack-Show. Oh ja. Das ist über 2 Jahre. Das war vor Corona. Und du hältst mir das immer noch vor. So, jetzt kommen wir hier in Kampf 2 gegen 1. Die Creeps und die Orks zusammen gegen die Untoten. Ein unerwartetes Bündnis. Werden hier so ein bisschen in die Ecke gedrängt, hier zwischen den Bäumen. Und der DK hat nicht mehr so viel Mana, nur noch ein einziges Keul und wird hier schön gestunt. Da kann die Fiend richtig gut rausgenommen werden. Und der TC müsste bald wieder einen Stomp haben, kann vielleicht die nächste Keul auch noch mitnehmen. Das wäre natürlich super hier für Slash. Und oh, die letzte Keul, der Lich hat keine Möglichkeit mehr geheilt zu werden. Blockt sich selber. Geht er down. Hat die Invul und das TP. Übergibt nichts davon. Hinterteil des DKs festgeklebt. Und ja, konnte nichts übergeben. Hat sich Jürgen keinen Gefallen getan. Und mir ist so vor dem Fight aufgefallen, der Jürgen, der ist ja immer noch Tier 2. Der hat ja noch gar keine Chance, Dark Ranger. Hat er vielleicht vergessen, den Tier 3-Knopf zu drücken? Kann sein. Das ist ungewöhnlich eigentlich, dass Slash hier schneller Tier 3 wird als der Undead. Aber das war natürlich ein schwerer Verlust auf jeden Fall. Und sieht gar nicht so schlecht aus für Slash. Nee, jetzt auf einmal sieht es richtig gut aus. Da können wir ja vielleicht mal so eine Tiny Great Hall gleich mal reinschmeißen. Hier oben links mein gehasster Ogre Lord. Und Damage von Slash ist natürlich gut. Braucht ein paar Level auf dem Shadow Hunter, damit er da mehr Healing hat. Oder generell mal ein bisschen Healing hat. Aber ansonsten, das sieht ja alles vielversprechend aus hier. Vielleicht ein gutes Item. Oh, Khadka's Pipe of Insight. Damit jetzt hier Sobi Mask und Khadka's Pipe of Insight auf dem TC. Also doppelte Mana-Regenerationsboni hier super. Ja, der stampft aber ordentlich. Und Slash vergeudet keine Zeit. Da ist die Great Hall unten rechts. Keine Tiny. Damit die langsame, aber günstigere Version. Weil er auch gerade weit weg ist von seinem Shop und seiner Natural Expansion. Finde ich eine gute Wahl. Wenn das klappt, dann ist gut. Und wenn das nicht klappt, dann muss der Undead da immerhin mal rüberlaufen. Und kann, während er rüberläuft, nicht creepen. Von daher alles richtig, alles gut. Ja, Slash ist auch kurz vor 50 Supply. Jürgen nähert sich auch schon, aber hat die Helden natürlich nicht so hoch gelevelt und noch keinen dritten Helden dabei. Ich weiß gar nicht, ob er einen will, ob er sich den jetzt vielleicht holt. Er hat jetzt auch schon die erste Abomination dabei. Und er hat eine Aura, eine Rüstungsaura aufgesammelt. Linehorn of Stormwind. Die ist sehr gut. Die Abwesenheit der Dark Ranger ist wirklich ein bisschen mysteriös. Vielleicht mag er die irgendwie nicht, aber man könnte auch einen Pitlord spielen. Eigentlich immer 3 Helden. Vielleicht will er aber auch erst den Lich auf Level 3 haben und dann zum zweiten Helden greifen, weil viel gecreept hat er wirklich nicht. Jürgen jetzt in der Position, wo er viel Erfahrung kriegt und gleich ein Messer in den Rücken, weil Slash riecht das. Harter Creepjack. Könnt ihr sehen, vielleicht TP't er direkt raus. Nein. Und jetzt kommt der TC hier direkt in die weichen Spinnenleiber. Jetzt hat er die Connection gefunden. Erstes Fiend schon down. Und der TC, der hat halt so viel Mana. Versucht es mit dem Hero Focus. Hex. Reicht aber nicht. Keine Erfahrung. Oh, DK. Hero Focus jetzt auf deinen Ork-Seiten. Stun. Lock. Wunderschön gemacht. Erst Hex, dann Storm. Da kommt der DK nicht mehr raus. Und ohne Healing, ohne Unholy Aura. Was machst du als Undead? Wow. Ich glaube, da bleiben nur noch 2 Wahlen. Einmal G und einmal noch das andere G. Und ist das Ding hier gegessen gleich? Er hat jetzt keine TP mehr. Auch das noch. Kommt hier nicht mehr raus. Er hat den Heal Ward noch so ein bisschen da hinten. Er hält ihn noch so ein bisschen, aber das, so viel ist das nicht. Heal Ward, Spiel Ward. Slash holt den Punkt hier. Die K ist zurück. Aber hat kein Mana. Kann vielleicht noch raus TP'en oder irgendwie so. Aber die Armee ist halt komplett zerfetzt. Und in der Zwischenzeit ist halt auch die Achse von Slash hoch. Ja, der Lich macht echt guten Schaden, muss man auch sagen, ey. Der nimmt die Berserker gut auseinander, aber der DK könnte jetzt natürlich noch mal ein TP ziehen, um hier rauszukommen. Hat auch noch eine Info-Potion. Der Lich ist da geblockt, oder? Irgendwie? Also. Oh, ich glaube, es gibt. Ja, das. Ich glaube, das rafft er irgendwie nicht. Kommt ja vielleicht nochmal raus. Jetzt kann er einen vielleicht übergeben. Ja, der ist irgendwo. Und jetzt TP, du musst nach raus. Nein, er kriegt ja beide. Weg ist der DK wieder. Das war's jetzt auch. Das war's jetzt auch. Und da ist alles kaputt. Nur noch den Helden.
Ja, der 20 Supply, that's it. Hero weg, beide kaputt, tot. Fiend Come auch nochmal getrappt. Zwei Wolves around, krass, GG. Wow, sehr schön gemacht. Da kann man mal wieder sagen, Slasher kann es besser. Ja. Gut gemacht, damit hier solider Punkt geholt, auf jeden Fall von Slash. Schön gemacht. Uiuiui. Junge, da hast du aber mal einen rausgehauen hier. Ja, ich glaube, das war aber auch ein bisschen lucky. Ich bin da gerade rüber, ich wollte gucken, ob er da expandiert. Auf der rechten Seite, weil ich ja auch eine Ex hochgezogen habe, dachte ich, vielleicht expandiert er am roten Spot, um mich so ein bisschen zu hintergehen. Und dann habe ich gesehen, wie unten eine 4 entlang lief. Und, da ist er. Hm. Das war ein bisschen lucky vielleicht auch der Creepjack jetzt gerade. Ja. Aber sehr schön gemacht, sehr solide gemacht. Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Könnte eine glatte Nummer werden hier. Ja. Mal gucken, ne? Ich weiß, bei Random weiß ich ja nie, wie gut er mit den anderen Races ist, ne? Also das war jetzt gerade schon, ich würde sagen, Augenhöhe. Wenn er mit anderen Races besser ist, weiß ich ja nicht, ne? Mal gucken. Hast du den Lynch mit Absicht mit den Wölfen surrounded oder war das so ein bisschen Luck? Anfangs habe ich die einfach nur draufgeschickt und dann habe ich gesehen, ey, Moment, der hängt da in der Ecke, es geht. Und dann habe ich es gemacht. Aber es war nicht von Anfang an so geplant. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Gibt's nochmal well played? Tidehunters? Sehr gut. Jawohl. Alles klar. So, ich mach euch wieder. Ich mach euch wieder. Ja, mach du mal. Mach du uns mal, wie du meinst, was du uns machen musst. Mach kaputt! So, Chat, habt ihr jetzt beantwortet, aus was Schwarzbrot besteht? Bei mir niemand hier. Bei mir niemand. Bei mir auch nicht. Schwarzbrot wird ignoriert einfach. So, was genau ist Schwarzbrot? Hat einen hohen Anteil an Rogge. Warum wird das so schwarz? Ist das nicht ein bisschen... Rogge wahrscheinlich dunkel. Wie bekomme ich Schwarzbrot schwarz? Roggenmehl ist dunkler als Weizenmehl. Umso höher... Schwarzbrot ist schwarz, weil es mit Zucker gefärbt wird. So ein Quatsch! Das ist Bullshit. Umso höher dunkler Roggen ist gleich schwarzes Brot. Okay, das ist, glaube ich, eine bessere Antwort. Gut, ich bin sehr gespannt, was Jürgen dieses Mal in die Hand bekommt. Welches Volk er hier zieht für seinen vielleicht Comeback-Sieg. Und es ist Human. Okay. Es ist Human, wo Slash am Anfang auch meinte, Human, da hätte er eine Chance. Da sieht er sich. Ich habe ein bisschen vergessen, was Slash am Anfang gesagt hat. Aber ich vertraue dir da mal. Also ich erinnere mich, dass er meinte, Human ist okay. Mhm. Vielleicht meinte er auch, Human ist nicht okay. Vielleicht war es genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, wir werden es auf jeden Fall sehen. Hier als der linke Human oben sehen wir The Good Old Jürgen, der jetzt natürlich auf Rache sinnt. Blutroten Kopf, sitzt er hier zu Hause und will Slash kaputt machen. Ja. Der hier versucht mit Psychospielchen schon mal die Spielentscheidung vorwegzunehmen. Jürgen hört sich menschlich an, sagt der Chat. Das ist absolut korrekt. Auf Tidehunters kann man spielen. Hier ist nicht so eine Map, die du normalerweise in Best of Three irgendwie sofort wehtun würdest oder so. Damit ist der Farsi aber natürlich wieder richtig gut. Da kann Slash entweder sofort harassen oder so ein bisschen zurückfallen und die grünen Turtle-Spots creepen. Was haben sie hier gesagt? Ah, der Jürgen lügt. Ja, Jürgen hat gelogen. Meint er, ja, er hat Night Elves, aber was soll man da auch sagen? Lügen-Jürgen nennt man ihn auch. Da ist natürlich Slash dabei, hier mit psychologischer Kriegsführung was rauszufinden. Ich glaube, er kann sich einfach nicht zurückhalten, will da sofort wieder rumweinen, sobald er da eine Elfe sieht. Er kann einfach nicht. Ich muss ihn schon zurückpfeifen in deinem Spiel. Ja? Dass er nicht wieder rumheult hier. Standarderöffnung jetzt von Jürgen mit dem Archmage. Kennt man natürlich. Vielleicht sogar eine schnelle Expansion. Guck mal. Und bei Slash natürlich wieder die Farseer Headhunter-Öffnung. Wie wir es kennen von ihm. Die Marke einfach. Er mag den Speerwurf, seine Lieblingsdisziplin. Bei Olympia schaut er immer gerne dabei zu, wie weit die werfen können. Und freut sich zu Hause auf dem Sofa. Ja, gut, dass ihr das besprochen habt. Ich wüsste jetzt nicht, ob das so richtig ist. Aber gut, ihr habt euch wahrscheinlich privat über WhatsApp. Ja, wir treffen uns immer zur Olympiade. Machen wir immer so Watch-Partys zur Olympiade. Okay. Ich bin ja eher so der Weitsprung-Typ. Er ist eher so der Speerwurf-Typ. Aber naja, man schaut halt so mit beim anderen. Ist aber ganz nett.
Macht ihr auch so Wettbewerbe, wo ihr tippt, wer was gewinnt und so? Nee. Cool. Viel Spaß dann bei der Winterolympiade, die bald ansteht. Auf der anderen Seite, also Fastia rennt rüber und da ist einiges angeschlagen. Der arkane Turm ist auch noch nicht fertig. Aber schön, die Knight auf jeden Fall, aber trotzdem Holzverlust hier auf Seiten des Humans. Zweiter Peasant geht hier schon down. Und die Wölfe treiben hier noch ihr Unwesen. Da hat sich der Sea Giant wieder ein paar Mal zu oft gedreht. Also ein bisschen durchgedreht und dem Peasants gefällt das gar nicht. Wolf kriegt noch einen Kill. Aber der Fassier steht im Arcane. Slash weg. Jawohl. Und nächster Kill. Also der Tech von Jürgen, der ist jetzt schon diverse Sekunden später. 4 Peasants verloren im Early Game. Das ist ziemlich katastrophal. Mal schauen, ob es für Slash reicht, hier den Sack zuzumachen. Oh, er taggt dann doch direkt. Aber er kann jetzt die Holzleute nicht nachbauen. Weiß ich nicht, ob das nicht zu greedy ist. Irgendwo wird das Holz fehlen am Ende. Und sei es für Defend oder das zweite Building. Das wird nicht ideal laufen für Jürgen. Schwierig. Ja, der Slash, der macht aber auch immer wahnsinnig viel Druck, muss man sagen. Ist immer mit dabei. Ist ein Drücker. Immer mit seinen Wölfen am Anfang. War auch früher bei der Drückerkolonne. Da hat er es gelernt, so viel Druck zu machen. Immer direkt dabei. Wie so ein Sandwich-Toaster, wo du wirklich dich mit deinem ganzen Gewicht drauflegst, damit du das Ding zukriegst. Das sollte eigentlich auch olympisch sein, wo du wirklich da die Sandwiches voll ballerst mit 3 Schichten Käse und Schinken und dann wirklich einfach mal mit so einer hydraulischen Presse musst du da auf diesen Toaster drauf drücken, damit du es überhaupt nicht zubekommst. Ja, und dann ist da so eine Schnalle, die es eigentlich zuhalten soll, aber die ist so nach 0,0 Millisekunden einfach abgeflogen und ist lebensgefährlich durch den Raum, hat Menschen verletzt. Uff. Ja, hier im Chat bei mir heißt es auch, Fun Fact zu Speeren, die Wettkampfregularien zum Speerwurf mussten mal dahingehend verändert werden, dass der Schwerpunkt der Speere nach vorne verlegt wurde. Die Sportler waren zu gut und die Speere flogen zu weit für die üblichen Anlagen. Da musste man die Speere verändern, damit die nicht mehr so weit kommen. In die Zuschauermengen rein wahrscheinlich. Hätte man auch einfach die Menschen verändern können. Ja, oder die werfen von außerhalb des Stadions ins Stadion rein. Dann hat man wieder ein bisschen mehr Platz. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Sehr gut finde ich auch die Performance von Slash soweit. Viel Druck auf dem Archmage. Also dieses Game könnte fast schon bald irgendwie vielleicht den Bach runtergehen. Aber okay, noch trennen sie sich friedlich. Jetzt die große Frage, Florentin Will. Team Sandwich Maker oder Team Kontaktgrill? Gut, Sandwich Maker. Wirklich? Ganz klar Sandwich Maker. Ganz klar Sandwich Maker. War für mich ein Durchbruch, als ich entdeckt habe, dass man da schön einfach Backpapier reinballern kann. Damit man da nicht irgendwie immer die ganze Suppe und die Krustensoße dabei hat, sondern einfach alles schön sauber dabei hat. Ja, und es ist überhaupt kein Problem. Es ist wirklich ein Gamechanger. Probier das wirklich mal aus. Okay. Arcane Tower, down, Wolf kaputt. Wir haben leider einen Kontaktgrill, aber es geht wahrscheinlich damit auch. Mountain King kommt gegen TC. Das sind ja immer die beiden Carry-Heroes. Eigentlich sind Fastion und Archmage ja nur Platzhalter. Slash Supporter vielleicht. Eigentlich geht es nur um den Zwerg und den Tauren. Und er baut keine Peasants nach. Also die Holzversorgung bleibt weiterhin kritisch. Und jetzt, Slash, es ist so schwer, ihn aufzuhalten. Der kriegt da vielleicht nicht mehr den Shop hoch. Und jetzt Powerbuild hier. Mit 5 Peasants wird hier mitgearbeitet, um ihn überhaupt mal fertig zu kriegen, damit er Gebäuderüstung bekommt. Dann sind die Speere nicht mehr ganz so schlimm. Hast und du jetzt keine Peasants werden nachgebaut und alle müssen reparieren und einer wird zur Militia, also Holz wird hier wirklich eng. Ja, und es ist immer noch kein Sanctum, wie du schon gesagt hast. Hast du Pokémon Silber und Gold gespielt? Nee. Okay, da gab's. Ich bin ein roter. Ja, typ. Ich eigentlich auch, aber ich habe es noch mitgenommen. Da gab es beim zweiten Arena-Leiter gab's so ein Pokémon, das sah aus wie eine Kuh und hatte so eine Attacke, die immer wieder gemacht hat. Es war irgendwie so durchdrehen oder so. Und so kommt mir Slash gerade vor. Einfach immer die ganze Zeit vorwärts, 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 Damage, Damage, Damage und dabei sehr erfolgreich. Und es klappt super. Walzer. Jürgen baut keine Peasants nach, obwohl er jetzt auch wieder einen verloren hat. Aber sein MK ist da und jetzt kann er sich mal ein paar Kills holen. Das ist doch schon mal ein gutes Gefühl. Jetzt baut er Peasants nach. Immerhin. Das ist doch super. Aber Priests sehr, sehr, sehr spät. Slash auf der anderen Seite Wyvern. Weil sein Gegner hat keine Blacksmith gebaut, geht dementsprechend nicht auf Rifleman. Und was wirfst du dann den Wyvern entgegen? Ein paar Water Elementals, okay. Und ein Hammer vielleicht hier und da. Aber dann ist doch
Also, wieder, weiter, einfach durchdrücken. Das ist ja auch quasi Speerwurf, was die Wyvern machen. Im Grunde ja, also Speere sind wirklich Mangelware gerade in der Ork Base. Da hat wirklich die Produktion gerade hochgefahren, weil die Nachfrage so hoch ist. Mhm. Und der TC bekommt hier den Ring of Regeneration, mein absolutes Lieblings-Item. Tickt, guckt euch die HP hoch, wie der hochtickt. Alles umsonst. Wie viel Stärke bräuchte der TC, damit er so viel Regeneration hat? Boah, 100 bestimmt wahrscheinlich. 40. 40? Wirklich? 20 Stärke kriegt man ein HP pro Sekunde. Und der Ring gibt ja 2 HP pro Sekunde. Ah, also bräuchte er 65. Nee, 40. Ja, aber das ist ja on top zu dem, was er jetzt schon hat. Und 25 hat er ja. Also bräuchte er... Ach so, ja, insgesamt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist ja. Eine Menge. Ja. Sehr gut runtergebrochen, Florentiville. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du das noch auswendig weißt. Und jetzt sieht das 4 Wyvern direkt hier über den Schildkröten. Alle greifen gleichzeitig an. Ein Wasserelementar ist da, aber es ist nur Level 1. Jo. Und das wird sich auch in naher Zukunft wahrscheinlich nicht ändern. Aber Slash, dem ist das komplett egal. Der fliegt da einfach drüber. Der hat nicht einmal angegriffen. Der geht einfach in die Basis. Und da ist kein ungeschützt. Einziger komplett. Tower. Korrekto. Nein, die ist komplett ungeschützt. Jetzt wird die Blacksmith hochgezogen, aber währenddessen ist er in der Base unterwegs, killt den Shop. Ich glaube, das dürfte Slash herzlich egal sein. Ja. Oh, ist das bitter. Nicht mal ein Arcane Tower. Oh, da kommt jetzt der TC. Der hat sogar Shockwave. Oh Gott, Shockwave. Ja, schön. Chainwave-Kombo hat man auch lange nicht gesehen. Und da kann er jetzt einfach nur noch... einen Exodus betreiben und versuchen zu retten, was zu retten ist, aber ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu retten. Jürgen klopft hier ein Borrow kaputt. Nicht schlecht, aber zu welchem Preis? Jürgen klopft. Einfach alle Peasants mehr oder weniger. Jetzt kommt tippt man gegenseitig zurück. Ein Rifle ist da. Und jetzt muss man sich den Schaden anschauen. Wo wart ihr denn? Da muss man Gutachter her. Kaputt gemacht. Und es ist immer das Schlimmste an sowas, jetzt müssen die auf den Leichen von ihren alten Arbeitskollegen weiterarbeiten. Furchtbar. Frühmorgens stehst du auf und dann musst du natürlich über die Leichen deiner Vorgänger hinwegbahnen. Ja. Die riechen bestimmt auch komisch. Musst die neuen Leute anlernen, musst irgendwie versuchen, das Thema von den Leichen ihrer Vorgänger abzulenken. Die stellen natürlich auch unangenehme Fragen. Mit Scheuklappen laufen sie durch die Gegend. Ja, aber die Wyvern, die haben nicht genug. Es ist noch Deko von... Bock? Ist noch Deko von Halloween, sind wir nicht zu gekommen, das wegzuräumen. Da entsteht auch keine neue Verteidigung. Also kein Turm, kein Rifler, nichts. Was soll er denn machen? Er hat ja wie immer noch kein Holz. Die Wyvern machen, was sie wollen. Windrider. Manche Einheiten, die werden schlicht einfach anders genannt, als sie heißen. Die hießen früher in Reign of Chaos so. Genau, ja. Ich glaube, die Gyrocopter hießen auch so, bis es Schwierigkeiten mit Warhammer gab. Absolut korrekt. Dann mussten die umgenannt werden. Guck mal, wir sehen hier wieder eine wunderschöne Chainwave-Kombo. Zack. Oh. Und da ist wieder alles kaputt. Slash ist einfach ein Dominator. Aber wir kennen Jürgen als standhaften Typ, der nicht so schnell das Spiel verlässt. Von daher heißt das hier noch gar nichts. Das Spiel ist für Jürgen noch lange nicht vorbei. Okay, wenn du das sagst. Hier gerade 3 Footmen, schwer verletzte Footmen im Dschungel. Ja. Und er hat, glaube ich, einfach 0 Peasants gerade. Er hat... Jetzt hat er einen. Einen. Und 3 kommen noch, die sind in der Warteschlange. Aber ich glaube, die Wyvern, die haben da was gegen. So, jetzt ein Rifleman versteckt sich hier im Wald, zusammen mit seinem guten Freund, dem Wasserelementar. Versuchen sie, die Base zu verteidigen, aber der macht nichts. Der steckt fest! Der schießt doch! Der Wasserelementar nicht. Ach so. Ja, nee, er ist auch weg jetzt. Ja, aber er versucht jetzt hier ein paar Headhunter da rauszunehmen. Seine Wirtschaft, die brach liegt, einfach mal zu ignorieren. Und Slash, der geht auf Tier 3. Da kommen gleich vergiftete Speere. Oder geht irgendwie auf Tauren oder so. Quatsch. Ich glaube, Slash ist gerade so in der Position, wo er nochmal richtig zeigen will, was er kann. Und dann irgendwas spielt... So wie gegen mich letzte Woche, wo er weiß, erst gewinne ich sowieso, dann kommt da so Witzstrategien. Ich glaube, Slash hat sich auch geärgert, in Liga 3 zu sein. So, das ist einfach zu niedrig für ihn. Jetzt muss er einfach mal zeigen, dass er da einfach nicht hingehört. Macht er gut, macht er richtig gut.
Wyvern nochmal. Der TC könnte aber Schwierigkeiten haben, wenn jetzt der Surround gelingt. Oder der Slow zumindest, weil er hat hier keine Items. Und der Surround funktioniert. Ah, Slow Speed zu spät gezündet. Versucht sich nochmal rauszukämpfen. Macht eine ganze Menge Schaden, aber er stirbt. Wunderbar. Jürgen, der alte Fighter. Mit Recht ist er hier drin geblieben. Der eine Rifleman hat gut was zu tun, hier die Base alleine zu verteidigen. Kriegt bald noch einen Praktikanten an die Hand, einen zweiten Rifleman. Und die Peasants mittlerweile, er hat mittlerweile so viele, dass er sogar 6 in die Goldmine schicken kann. Hat jetzt wieder ein bisschen Holz dabei. Und Jürgen macht Druck. Jürgen macht Druck. Jürgen macht Druck. In die Base rein einfach mit Mars Castern und den zwei Helden. Sieht natürlich jetzt, oh, Tier 3, das ist so... Boah, nicht unbedingt, was er sehen wollte, glaube ich. Aber wenn Jürgen in Slash-Base ist, dann weiß Slash natürlich, dass zu Hause niemand ist. Und dann wird es mich nicht wundern, wenn es da wieder einen Pfeilhagel gibt. Einen Speerhagel. Zwei Rifler sind zu Hause. Das muss man ihm lassen. Ja. Und damit kann er jetzt vielleicht ein oder zwei Wyvern rausholen. Aber der Schaden der Wölfe ist natürlich erdrückend. Die Rifler haben damit kein leichtes Leben. Aber ein Wyvern geht zumindest mal drauf. Aber Jürgen ist halt auch wieder alles angeschlagen, weil ja überall auch Dornen sind in Slash Base. Das ist eine piekige Angelegenheit heute. Viele Speere, viele Dornen. Und er nimmt schon wieder die komplette Economy auseinander von Jürgen. Kann jetzt aber vielleicht nochmal ansetzen zum nächsten Surround. Da ist ein TP da, aber trotzdem eine schwierige Situation. Ist geslowed. Oh, macht nochmal viel Schaden mit dem Chain Lightning, aber TP't jetzt raus. Hat auch nochmal einen Headhunter verloren. Aber ich glaube, die Headhunter sollen eh ersetzt werden durch mehr Wyvern. TC kommt. Tier 3 ist durch. Wo bleibt ein Venomed Spears? Ich möchte es sehen. Muss er dafür noch irgendwie was bauen? Nee, da ist es. Wunderbar. Extrem viel mehr Schaden. Und den Peasants geht es ja jetzt schon nicht gut, ne? Ich sehe da keine Hoffnung. Ohne Wirtschaft. Was ist eine Basis ohne Wirtschaft? Zwei Sorgs sind hier gerade auf dem Weg in die gegnerische Base oder sollen hier die Helden abfangen? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, ein bisschen Konfusion in Jürgens Reihen hier. Er versucht verzweifelt noch die Wyvern abzuhalten, aber die beiden Sorgs. Ich glaube, so ein Guard Tower hätte dem Spiel gut getan. Ja, auf jeden Fall, aber das sagt man immer gerne. Natürlich auch schwer, sowas aufzubauen und hochzuziehen, während man angegriffen wird. Ich glaube, ich könnte so ein Guard Tower bauen. Ja, wirklich, während du von oben mit Speeren beworfen wirst. Wenn ich ein bisschen Hilfe habe, sodass da drei Leute vielleicht mit mir bauen, klar. Okay. Machen wir mal... Machen wir ein Video. Ja, machen wir mal... Du, Remo und Slash und ich werf Speere auf euch und ihr müsst einen Guard Tower bauen. Viel Spaß. Das ist so typisch, dass du die Rolle wieder suchst, wo es mir wehtut. Nicht, dass du jetzt, wo wir hier seit 2,5 Jahren zusammen rumhängen und hier Entertainment-Formate zusammen machen, nicht, dass du da einfach mal sagst, Janis... In dieser schweren Zeit, wo du dir das so selber aufgebürgt hast, das supporte ich dich mal. Sowas kommt einfach gar nicht. Nee. Du verdienst Speere. Und ich hab dich mit Lob überhäuft heute. Oh, das ist sehr nett von dir. Dann mach ich nie wieder. Jürgen holt auch zwei Wyvern vom Himmel her. Also hier und da hat er Erfolge. Wyvern natürlich sind auch wirklich verwundbar. Und jetzt hat der TC auf dem Papier ein Problem. Praktisch hat er eine Invo-Potion. Und hat auch eine Menge Schaden, um sich mehr oder weniger überall rauskämpfen zu können. Und er ballert hier einfach diesen kompletten Surround kaputt. Das ist beeindruckend. Ich muss jetzt aber schon die Invo-Potion nehmen, währenddessen die Wyvern mittlerweile die komplette Economy mal wieder ausradiert haben. Aber da ist noch ein Hammer dabei. Da ist noch ein Hammer dabei. Und den frisst der TC jetzt. Und das ist das Ende des TC. Oh, da wollte. Also ist vielleicht sogar nochmal Ärger für einen Farseer. Ich glaube, da kommt er nicht richtig ran. Oh, Snow? Aber Snow, doch. Oh, Snow, der Block, Jürgen! Richtig Wahnsinn. Stark. Im Weg stehen kann er. Wahnsinn, nicht schlecht. Kommt da nochmal ein Hammer dazu? Wenn Slash zu greedy ist... Und jetzt, wenn er vielleicht tatsächlich das TP nicht mehr ziehen kann! Slash verliert beide Helden. Ja, das hat er aber auch provoziert, ne? Also, der hätte er ja schon seit 100 Jahren hätte er da raus TP'en können. Aber wollte es nicht, weil er wieder einen Show-Off-Move machen wollte und den dodgen, während der Hammer in der Luft ist oder so. Ja, bumm, dann hast du davon, Kollege. Wow. Sackstark von mir. Keine wirkliche Antwort auf die Wyvern. Da werden Riflemen nachgebaut, aber wirklich eine kritische Masse kriegt er dann nie.
Ja, und seine Helden sind jetzt auch wirklich nicht weit vorne, dafür, dass er echt schon einige Hero-Kills verzeichnen konnte. Na gut, die zwei Hero-Kills gab. Hat er also auch dreimal seinen Hero verloren, ne? Da holt man. Ich meine, Level 5 für einen Archmage könnte echt nochmal ein Faktor werden. Mit den richtig dicken Wasserelementaren. Gegen die Wyvern. Genau, weil kein Dispel da ist. Uiuiuiuiuiui. Und Slash hat gerade einfach nur Wyvern und sonst gar nichts. Macht das Spell natürlich relativ easy zu kontrollieren. 5 Stück hat er. Jetzt hat er auch in Venom Spears, du hast es schon gesagt, der Damage ist enorm. Oh, das ist so brutal. Ey, Jürgen, glaube ich, hat echt in den letzten 10 Minuten einfach 20 Holz abgebaut oder so. Weil er immer auch erstmal die 5 auf Gold bauen muss. Das ist so bitter. 15 Supply, 20 Supply, das ist so. Die traurige Existenz des Jürgen. Jürgen darf eigentlich gar nicht auf die Map, wenn er nichts schafft, irgendwie 5 Riflemen zu Hause zu lassen. Oh, so bitter. Zumindest ist er noch nicht in die Situation gekommen, dass er sich keine neuen Peasants leisten kann, sondern er hat immer wieder neue produziert. Jo, aber jetzt hat er. Also, er hat nur noch 11 Gold, ne? Wenn da jetzt noch ein bisschen was stirbt, dann ist er da bald. Das lässt schon wieder einen Helden. Sie ist zurück, regeneriert gerade eifrig Mana. Die hat auch ein relativ einfaches Leben, ne? Oh, die Base ist so zerstört einfach. Kauft jetzt einen Priest, der hat eine Menge Vorsicht. Er kommt auch morgens auf die Arbeit und sieht die ganze Base in Trümmern und alle Kollegen verwundet. Und ich so, oh Gott. So, was ist hier wieder passiert nachts? Was hat die Nachtschicht hier wieder veranstaltet? Ja. Währenddessen Slash sagt sich, ich brauche keine Helden, ich habe Illusionen. Ich mache mir meine Kollegen. Und die Illusionen leveln nicht auf, wenn der Held auflevelt. Siehst du das? Boom. TC so Level 4, Illusionen Level 3. Haben wir wieder was? Ich glaube, das war schon mal eine Janis Kannes Frage. Aber haben wir mal wieder das Wissen aufgefrischt? Das ist auch wichtig. Ja, ein Wasserelementar wird in der. Nee, zwei, glaube ich, werden jetzt zurückgelassen. Braucht noch 3 Mana-Punkte. Dann versucht Jürgen mal wieder ein bisschen auf die Map zu gehen, während Slash immer noch versucht, seine Helden wieder zu beleben. Ganze Menge Herzmuskelmassage, da wird auf die Brust gedrückt, als gäbe es keinen Morgen hier in diesem Altar, um diesem Farseher ja noch so ein bisschen Leben abzuringen. Und Slash greift erneut an. 5 Wyvern und ob die beiden Wasserelementare das aufhalten können, das wird sich zeigen. Der eine haut ab, löst sich in Wasser auf und einer muss jetzt richten. Oh, Jürgen, es passiert jetzt, glaube ich, exakt das gleiche nochmal wie gerade eben auch. Der Wasserelementar geht drauf und danach gehen alle Peasants drauf. Flunti, das ist ja, als wärst du hier so ein Weissager. Ja. Die kleine Kristallkugel. Oh, aber es geht wieder auf die Helden. Slash, aber diesmal macht er den Fehler wahrscheinlich nicht nochmal. Der kommt. Doch, diesmal der TP kommt rechtzeitig. TC wartet hier in der Expansion. Jürgen verliert alle Peasants. Aber Jürgen will Blut. Jürgen will Blut. Farsia Blut. Er hat sich noch eine Heal Potion gekauft. Versucht da irgendwie rauszukommen. Der muss so sauer sein. Lass mich in Burrow. Wird der Fast ja jetzt, ja, denkt er sich, aber. Oh, das ist Slow, aber Slow hilft nichts gegen Throw Speed. Und die Base von Jürgen ist arg in Bedrängnis. Eieieiei, da geht jetzt sogar Keep drauf. Hat die Shockwave da gerade keinen Damage gemacht? Sah sehr seltsam aus. Aber gut. Der Fast überlebt. Oh, der arme Jürgen, da ist ja noch eine Echse. GG, Lachsmiley. Immerhin hat er Spaß dabei. Und der Slasher, da holt er das 2-0, die Creepjack-Ehre mal wieder gerettet. Er freut sich gar nicht richtig. GG, there we go. Schön gemacht. Junge, das war eine Dominanz von vorne bis hinten. 1 Million Peasants gekillt wie damals Poddox gegen Take. So ist abgelaufen. Slash, danke, dass du diesem Format ein bisschen Kredibilität gibst. Ja, Strategie von Tom gelernt. Allerdings das Helden verlieren. Obwohl, das habe ich auch von Tom gelernt. Doch, ja. Shoutout, Tom. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Vielen Dank, dass du hier nochmal ein paar Punkte gesammelt hast. 2 Punkte. Schön gemacht. Damit haben wir 3 insgesamt. Ist okay. Ja, kann man so machen, ne? Schön gemacht. Sehr gut. Damit dann die erste Sprosse auf der Leiter raus aus Liga 3 genommen. Wie viel Gold hat der eigentlich vorher gebankt, dass der immer wieder Peasants bauen konnte? Ich dachte, kann doch nicht sein, der muss doch mal alle auf Gold sein. Aber da kamen immer wieder neue. Ja, Frechheit, ja, hat er gut gemacht.
sich ein bisschen Notgroschen zurückgelegt, hat er schön gemacht, aber wirklich eine stabile Wirtschaft hat er nie wirklich hinbekommen. Ja, gut. Was Holz angeht. Habt ihr mal geguckt in den Goldminen, wie der Unterschied war oder so? Nee. Hätte mich mal interessiert, wie viel Gold er dadurch verloren hat. Also nee, wir sind keine professionellen Caster leider. Wir haben uns größtenteils über die Arbeitsbedingungen in seiner Goldmine unterhalten. Ja, da wird die Gewerkschaft nochmal drauf schauen müssen, wie es da abgelaufen ist. Ja, das war nicht gut. Dann haben wir uns gefragt, wie viele Speere deine Worker so produzieren müssen, weil erst die Headhunter, dann die Wyvern, da war schon... Ja, ein paar, glaube ich, ne? Vor allem die Wyvern, die werfen die ja runter, das heißt, die müssen die alle mitschleppen, ja, dass korrekt. Die überhaupt noch fliegen können, ne, bei dem Gewicht. Krass. Dann haben wir uns kurz drüber unterhalten, ob ich wohl einen Turm bauen kann. Während ich mit Sperren bewerfe. Ja. Und ich habe überlegt, wäre es nicht eine Möglichkeit, um Ork wieder so ein bisschen in Grenzen zu schränken, dass man sagt, jeder geworfene Speer kostet ein Holz. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich find's fair. Ich find's fair. Ich auch. Ja, so machen wir das. Ich find's fair. Auf jeden Fall. Fair ist natürlich auch, dass wir alle ein tolles Wochenende verdienen. Und das gönnen wir uns natürlich alle. Da frage ich mich natürlich aber auch, wie wird das Wochenende von uns allen denn genau aussehen? Was erwartet uns? Worauf habt ihr Bock? Worauf freut ihr euch? Und was macht ihr am Wochenende? Also ich glaube, Slash und mein Wochenende sieht... Ich glaube, Slash und mein Wochenende sieht ziemlich ähnlich aus. Ja. Die W3 Champions Finals, mein persönliches Lieblingsturnier immer in Warcraft. Ich finde es ziemlich geil. Ich habe Janis eben schon gerüffelt, als du am Casten warst, weil er meine beiden Spieler, die da teilnehmen, direkt gegeneinander gelost hat in Runde 1. Nichtsdestotrotz wird das ein verdammt geiles Turnier, wo ihr alle zugucken könnt. Auf Englisch, dann natürlich bei Back to Warcraft. Auch veranstaltet von dem guten Janis, der da eine Heidenarbeit reingesteckt hat, liebe Leute. Das muss man auch mal sagen. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden da drin stecken. Wie ein Berserker ist der Junge am Arbeiten hier dafür. Deswegen schaltet zumindest ein. Und noch besser wäre natürlich, wenn ihr ein bisschen was dafür auch aus dem Portemonnaie vielleicht springen lasst. Denn man kann auch was zum Prizepool dazu donaten. Und das wird euch wahrscheinlich Janis jetzt erklären, wie man das machen kann. So sieht's aus. Zuerst mal sage ich euch die Paarung, ne, was ihr dann da auch zu sehen bekommt. An Tag 1 haben wir Kraft gegen Starbuck, der Sieger davon spielt gegen Foggy, Lawlight gegen Johnny Cage, heftiges Match, Sieger davon gegen Colorful. Am Sonntag haben wir Hawk, Todd und Sock, die spielen zweimal Human Mirror gegeneinander und am Ende Linkwalker gegen Dice, der Sieger dagegen Soen. Die vier Sieger aus der Round of 12 treffen dann auf X-Lord, Happy, Focus und Chemico am nächsten Wochenende, wo dann der W3 Champions Season 9 König gekrönt wird. Vielleicht nochmal Foggy, vielleicht wieder Happy. Who knows? Ihr könnt auf jeden Fall gerne die ein oder andere Mark dazu beisteuern. w3cfinals.backtowarcraft.com ist die Adresse. Das leitet euch weiter zu Matcherino, unserer Herzens-Turnier-Crowdfunding-Seite der Welt. Und da könnt ihr entweder hier direkt rein donaten mit Contribute oder ihr geht auf den Marketplace und kauft da eins von diesen wunderschönen W3C-Profilbildern. Entweder mit dem W3C-Logo, um W3 Champions zu supporten, oder mit dem Back to Warcraft-Logo, um einfach zu zeigen, Back to Warcraft, die sind cool. Und es kostet einen Fünfer und der Fünfer geht direkt in den Preispool. Ich krieg nichts davon. Alles für die Gamer und natürlich für euer Profil. Also rein da, auf geht's. Cool, sehr schön. Und sehe ich das richtig, dass der Upper Bracket Gewinner ein Match Vorsprung bekommt im Finale? Ja, das Finale ist diesmal Best of 7. Und dann kriegt der aus dem Winner Bracket kommt, ein 1-0 Vorsprung. Da hat die Community lang genug geweint, dass das jetzt endlich mal so sein wird. Finde ich auch. Ja. Früher war es ja so, dass du, wenn du aus dem Lower Bracket kommst, du sogar zwei Series gewinnen musst im Overall Finale. Ja, das war halt ziemlich krass dann, aber mit dieser einen Map finde ich, das ist schon in Ordnung. Okay, krass. Ich bin gespannt, wie es funktioniert und ich freue mich natürlich, dass endlich wieder Wochenende Warcraft 3 Zeit ist und man sich eigentlich nur schön Freitagabend ein Bad einlassen kann und da einfach das ganze Wochenende drin verbringt und Warcraft 3 schaut. Ist das nicht herrlich? Ja, Florentin, du als Vollzeit-Streamer, was geht denn bei dir so ab? Was machst du denn in den nächsten Tagen? Oh. Ich spiele gleich noch ein bisschen WoW. Morgen spielen wir noch ein bisschen Magic und Snakebird kommt zurück. Snakebird, das nächste Puzzlespiel. Es ist eine Schlange mit dem Kopf eines Vogels. Klingt absolut logisch. Ich freue mich drauf. Und Slash, was ist bei dir? Oder schaust du das ganze Wochenende nur zu?
Ich streame eigentlich jetzt jeden Tag durch. Heute Abend nochmal um 21 Uhr das Nachholturn-Tour vom Clan War. Playing Decks gegen Kowau. Dann morgen ist es Kriegserpe-Match. Sunny gegen Black Raymond übrigens. Schönen Gruß nochmal. Und Shoutout an Black Raymond vor allem, der jetzt auch streamt. Und da habe ich gestern zugeguckt. Einfach Black Raymond als Streamname. Das ist richtig interessant, weil Black Raymond ist... leider von Geburt an hat er eine Behinderung. Der hat im rechten Arm, im linken Arm, Entschuldigung, eine starke Spastik, sodass er nur mit einer Hand spielen kann. Und es ist super interessant, wie der mit so einer Spezialmaus mit dem Daumen seine Tasten da alle drückt und damit Warcraft spielt. Und das könnt ihr bei ihm auf dem Stream euch angucken. Der hat nämlich eine extra Cam für die Maus damit gemacht. Also finde ich super interessant. Und der spielt am Freitag, also morgen, das Best of 11 Random gegen Random Kriegsappel-Match. Am Wochenende, wie gesagt, W3 Champions Finals. Auf Englisch bei Janis, auf Deutsch bei mir. Am Montag gibt es ein Showmatch, Team Slash gegen Team Flutschfinger, das Ganze zu sehen bei Sparta in einem neuen Format, das ist das Triple Trade, alles dazu könnt ihr auch im Podcast nachhören, der gestern noch rausgekommen ist, Podlast. Und Dienstag, Mittwoch sind Janis und ich wieder vereint, denn da casten wir beide zusammen die ESL-Meisterschaft, die nächste Saison wieder losgeht. Korrekto. Apropos Flutschfinger, der streamt gerade, den werde ich für euch raiden, der streamt nämlich die Cryptjack-Liga und ein paar Showmatches, glaube ich. Hör- und Sehempfehlung. Slash war zu Gast bei einem anderen Streamer und hat da viel gelabert über Warcraft und über Pflegeberufe und Gerechtigkeit und so weiter. Wie hieß der Channel nochmal? Der radikale Demokrat. Das kann man da als VOD gucken. Kommt aber auch noch auf YouTube. Wird aber wahrscheinlich nur eine Woche dauern. Wunderbar. Dann haben wir alles geplagt. Natürlich guckt auch Tabor und alles, was Florentin Will sonst so macht. Weil Florentin Will ist toll. Das ist richtig. Dankeschön, ich finde euch auch toll und ich freue mich, euch das ganze Wochenende zuschauen zu dürfen. Ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit Creepjack. Und ich hoffe bis dahin auch mal ein bisschen mich besser vorbereiten zu können, damit ich auch mal ein paar Pünktchen in der Liga hole und meinen Platz hier nicht nur verdient habe, sondern auch halte. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, viel Spaß bei all dem fantastischen Warcraft 3 Content. Schaut ihn an, bis dahin, macht's gut. Ciao, ihr Lieben. Ciao. Tschö.